Unsere Veranstaltung Kreativräume und Stadtentwicklung Status Quo Köln. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des BDA Köln, Bund Deutscher Architektinnen und Architekten. Mein Name ist Andrea Bachmann, ich bin Architektin und Mitglied im Vorstand im BDA Köln und werde Sie heute Abend hier durch den Abend führen. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen heute den Weg hierher gefunden haben, trotz KVB-Streik und trotz immer noch diverser Krankheiten, die kursieren. Ich muss leider auch gleich schon mal dazu sagen, dass die Brigitte Scholz, Amtsleiterin des Amtes für Stadtentwicklung, heute krankheitsbedingt ausfällt. Sonst sind zum Glück alle Podiumsgäste anwesend. Ich würde eine kleine Einführung machen in das Thema und dann auch schon direkt mit unserem ersten Vortrag beginnen wollen. Welchen Wert hat Kultur für eine Stadt? Kultur ist nicht nur Imageträger und Wirtschaftsfaktor, sondern vor allem Garant für eine lebenswerte Stadt, für Diversität und gesellschaftliche Vielfalt. Kulturorte sind Experimentierfelder für neue Denk- und Lebensmodelle und wirken oft als Katalysatoren einer soziokulturellen Entwicklung auf Quartiersebene. Aber die Entwicklung von Kultur- und Kreativräumen reguliert sich nicht von selbst, insbesondere in einer Stadt wie Köln, wo einerseits ein Mangel an entsprechenden Freiräumen und Brachflächen besteht und andererseits eine enorme Konkurrenz von Flächenansprüchen durch Wohnungsbauvorhaben und andere innerstädtische Nutzungen. Ehemals brachliegende Flächen und Räume, die sich Kulturschaffende und Kreative angeeignet haben, werden nicht vor Verdrängung geschützt oder neue Räume als Ersatz geschaffen. Durch den wachsenden Druck am Immobilienmarkt geraten selbst kulturelle Nutzungen in Bedrängnis, die schon langfristig bestehen und den Standort prägen. Wie also können Kreativräume in die Stadtentwicklung eingebunden und langfristig gesichert werden? Dieses Thema oder diese Fragestellung wollen wir heute Abend mit unseren Gästen diskutieren. Und damit komme ich gleich zu unserem ersten Gast, Burkhard Dewey vom Büro Dewey Müller. Burkhard Dewey ist Architekt und Stadtplaner und das Büro ist an zwei Standorten in Köln und Luxemburg ansässig und im Bereich Städtebau und Architektur tätig. Und als Einstimmung in das Thema wird er heute diese Studie vorstellen, die so vor 3 Jahren für die Stadt Köln erstellt wurde. Integration von Kreativräumen in die Stadtplanung. Ich sage den Titel gleich nochmal komplett. Das ist ein sehr langer Titel. Ja. Damit übergebe ich das Wort an dich, Burkhard. Die Mikros gehen auch, oder? Also, ja. Dann ja, mache ich das doch mit dem Raummikro. Dann kann ich Sie zwar nicht anschauen, weil ich da mitlesen muss.
Die Studie ist nämlich ziemlich dick. Andrea Bachmann hat mich eben noch ermahnt, mich kurz zu fassen. Das sind 150 Seiten, ziemlich eng beschrieben und sehr textlastig. Das heißt, ich werde Sie heute nicht mit schönen Bildern beglücken, sondern mit einer sehr kompakten Zusammenfassung dessen, was die Studie umfasst und wie sie entstanden ist. Also der genaue Titel ist Studie zur Integration von Kreativräumen und kulturellen Raumbedarfen in die Stadtplanung. Und jetzt muss ich mich mal hier organisieren. Wie kann ich das denn? Wie geht das weiter? Nee, macht er nicht. Ja, schön wäre es. Das ist 3 Jahre her. Wie 3 Jahre her? Soll man eine andere Präsentation vorziehen? Vielleicht funktioniert es da. Das stimmt nicht, ja. Ja. Ich kann daraus auch einen reinen Wortvortrag machen, wenn es. Jetzt geht's, okay. Gut, vielen Dank. Ja, ich steige sofort ein. Ausgangssituation und Anlass der Studie war die Tatsache, dass Köln wie die meisten deutschen Großstädte von innerstädtischem Wachstum geprägt ist, was einen enormen Druck, das haben wir eben schon gehört, auf potenzielle Entwicklungsflächen ausübt, der sich auf bestehende kulturelle und kreativwirtschaftliche Flächen in erster Linie auswirkt und meist mit Verdrängung verbunden ist. Die bisherigen Maßnahmen von Politik und Stadtverwaltung im Umgang mit der Problematik sind eher defensiv reagierend als proaktiv. Jedenfalls war das 2019 so in der Wahrnehmung. Da hat natürlich viel Diskussion stattgefunden inzwischen. Ich sehe da gerade auch die Kulturentwicklungsplanung auf dem Podest liegen. Anlass ist, dass der aktive Schutz bestehender Kreativräume bei der Entwicklung neuer Flächen von Beginn der Planung an selten berücksichtigt wird und dass auch ein Nachjustieren von Planungen, die im Rahmen einer Neuordnung von Flächen zu Ungunsten von etablierten Kreativräumen ausfallen, immer oder oft erst nach dem Aufbegehren einer solidarisierten Bürgerschaft erfolgt. Ziele der Studie waren im Rahmen der Beauftragung erstmal ganz klar die Perspektive und Ziele der Kulturentwicklungsplanung CAP der Stadt Köln zu berücksichtigen. Die lag ja zu dem Zeitpunkt schon vor und war auch Mitauslöser dafür, diese Studie in Auftrag zu geben. Ein Hauptziel ist das Aufzeigen planerischer und raumbezogener Maßnahmen und Instrumente, Referenzbeispiele und Handlungsempfehlungen,
die den Erhalt bestehender sowie die Entwicklung neuer kreativ und kulturell genutzbarer Räume ermöglichen und fördern sollen. Dabei ist entscheidend auch die Einbeziehung der Raumbedarfe in der Stadt zu sichern, die sich nicht im Fokus der bestehenden innerstädtischen Quartiere befinden, sondern auch die bei Wohnungsneubauplanungen an den Rändern der Stadt brisanten Defizite mit einzubeziehen. Die Gliederung der Studie hier mal kurz im Überblick. Den Kern bilden ein Maßnahmenkatalog im Teil B mit den fünf Oberbegriffen, da komme ich nachher nochmal drauf zurück, und der Teil C mit Handlungsempfehlungen für die Kölner Standorte Hallenkalk, Kulturbaustein Helios und Volkhofener Weg als exemplarische Projekte. Zum Verfahrensablauf: Wir haben gestartet im Juni 2019 unter der Federführung des Kulturamtes mit interkommunalen Arbeitstreffen. Diese Arbeitstreffen waren ursprünglich angelegt mit als Präsenzveranstaltungen mit den Städten Hamburg, Berlin, München und Frankfurt am Main. Die Terminfindung gestaltete sich sehr schwierig, sodass wir letztendlich ein interkommunales Arbeitstreffen hier in Köln mit Vertreterinnen aus Hamburg gemacht haben, das aufbereitet haben, von den Inhalten her in den Ergebnissen zusammengefasst, vergleichend dargestellt haben und auf Basis dieser Erkenntnisse dann in Telefon- und Interviews mit Vertreterinnen der Kultur, Politik und Verwaltung aus München, Frankfurt und Berlin das ganze Konvolut ergänzt haben, um Erfahrungen aus diesen Städten, und daraus einen Maßnahmenkatalog erarbeitet haben, der gerade von dem Austausch mit Hamburg sehr profitiert hat. Daraus wurden dann die Handlungsempfehlungen für die Fallbeispiele in Köln abgeleitet und zu der Studie insgesamt zusammengefasst. Die Bearbeitungszeit ging dann letztendlich bis Anfang 2020. Danach sollte dann eine Evaluierung ämterübergreifend stattfinden, die ich dann im Anschluss an die Vorstellung der Studie noch mal kurz abschließend erläutern werde. Jetzt hätte ich erst den Zoom noch machen sollen, das habe ich jetzt versäumt. Ich hoffe, Sie konnten trotzdem was erkennen. Das interkommunale Arbeitstreffen fand im Juni 2019 statt. Vertreterinnen aus Köln kamen aus dem Kulturamt, Stadtplanungsamt und Amt für Stadtentwicklung und Statistik. Die Hansestadt Hamburg war vertreten durch die Behörde für Kultur- und Medienreferat Kunst- und Kreativwirtschaft, hier Kreativ Immobilien, und durch den Geschäftsführer der Hamburg Kreativgesellschaft MBH, und die Telefoninterviews mit Berlin, der Staatskanzlei für Kultur und Europa, Abteilung Liegenschaften, München Referat für Stadtplanung und Bauordnung und Frankfurt am Main Stadtplanungsamt. Man sieht also schon unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in den Zuständigkeiten, einmal in der Stadtplanung und Stadtentwicklung, einerseits in München und Frankfurt, aber auch ganz stark durch die Abteilung Liegenschaften in Verbindung mit Kulturimmobilien oder Kreativimmobilien in Hamburg und Berlin. Das war noch richtig. Kurz zusammengefasst wurden erstmal in Hamburg und Köln unterschiedliche räumliche, ökonomische und administrative Ausgangssituationen identifiziert. Dennoch gibt es eben in beiden Städten vergleichbare Tendenzen in puncto der Problematik, um die es heute geht, nämlich den Verwertungsdruck auf letzte Flächenpotenziale, Konkurrenz zwischen Flächenansprüchen, nicht kultureller Nutzungen wie Wohnen, Handel, Dienstleistungen etc. und den Flächenbedarfen kultureller Nutzungen. Jedoch sind das politische Bekenntnis und das Engagement für die Integration von Kreativräumen in den beiden Städten unterschiedlich stark ausgeprägt, aber auch vor allem unterschiedlich organisiert. Eine beeindruckende Schlüssel oder ein beeindruckender Schlüssel zu der Thematik war für uns dann in dem Workshop die Hamburg Kreativgesellschaft, die durch den Geschäftsführer Eckbert Rühl, ja, vertreten war, wo
die Kreativgesellschaft gegründet 2010 in der Rechtsform einer GmbH, der Behörde für Kultur und Medien zugeordnet ist, über eine Grundausstattung von 750.000 Euro verfügt und ca. 29 Mitarbeitende hat und deren Aufgaben und Tätigkeitsfelder einmal in der Bündelung von Wissen und dem Wissenstransfer liegen, in der Raumvermittlung, in der Finanzierung und Innovation. Beeindruckend die vermittelten Quadratmeter im ersten bis dritten Quartal 2018, das waren die rezenten Zahlen, 6.600 Quadratmeter, insgesamt seit Gründung 2010 35.000 Quadratmeter. In sehr vielen, wie man hier sieht, über die Stadt verteilten Standorten. Jetzt geht das nicht mehr weiter. Es geht nicht mehr weiter. Es hängt wieder. Wo war man denn jetzt? So. Gut, wieder ranfinden. Wir waren in Hamburg, waren sehr inspiriert von Hamburg und haben aber auch aus den Telefoninterviews dann mit München, Berlin und Frankfurt nochmal eine Reihe von Anregungen und anderen Herangehensweisen kennengelernt. Der Maßnahmenkatalog Köln setzt sich eben aus diesen fünf Oberbegriffen zusammen, die wir eben schon kurz gesehen haben. Einmal der Liegenschafts- und Stadtentwicklungspolitik mit einer aktiven Liegenschaftsstrategie mit Vergabeverfahren und Vergabekriterien, Konzeptvergaben etc., Erbbaurecht als Instrument, Kreativräume in der kooperativen Baulandentwicklung möglicherweise auch als ein Tool, Planungskennwerte, Bestandsbewertungen und Bedarfsermittlungen als wichtige Grundlage für Raumvermittlungen und Vergaben sowie kommunale Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaften als mögliche Partner. Dann die integrierte Planung, Bauleitplanung, Emissionsschutz, also Bauordnungsrecht mit dem Schwerpunkt Emissionsschutz, gerade in Verbindung mit der Clubszene, die ja oft zu Konflikten, gerade wegen des Lärmschutzes führt. Hier dann übergeordnete räumlich-strategische Planungskonzepte, Entwicklung von Kreativquartieren, Planungskooperationen und so weiter und so weiter. Ich zähle das jetzt nicht alles auf, wir haben schon Zeit verloren. Und sollten lieber im Anschluss diskutieren und das ein oder andere Thema dann nochmal intensiver aufgreifen. Die interne und externe Kommunikation, also etwas anders strukturiert jetzt als in Hamburg, bei der Hamburg Kreativgesellschaft, aber ähnliche Schwerpunkte und Werkzeuge, um sich des Themas grundsätzlich anzunehmen. So, jetzt bin ich da rangekommen. Das Fallbeispiel Kulturbaustein Helios, nur mal ganz kurz als Durchlauf, um so einen Eindruck zu haben, wie das zu bekommen, wie das aufgebaut ist. Also die Analyse der lokalen Situation, umgebende Nutzungen zur Geschichte, zu den Nutzungen auf dem Gelände, Planungen in der Umgebung und so weiter und so fort. Beteiligungsverfahren, städtebauliches Planungskonzept mit Bebauungsplanverfahren,
dann der Kulturbaustein, der in zwei runden Tischen, in drei runden Tischen mit den verschiedenen Akteuren und der Öffentlichkeit diskutiert und entwickelt wurde. Dann die Konkretisierung der Vorplanung mit Handlungsempfehlungen und verschiedenen Szenarien, was letztendlich die Liegenschaft selber und den Betrieb des Kulturbausteins angeht. So, im Anschluss an das Vorliegen der Studie fand dann die ämterübergreifende Evaluierung statt, die wir dann nur noch beratend begleitet haben. Die wurde dann anderweitig moderiert und durchgeführt durch PwC. Hier waren die hier aufgelisteten Ämter beteiligt und haben in mehreren Schritten über sogenannte Sprintteams verschiedene Arbeitsaufträge abgearbeitet, die dann letztendlich in einer Dokumentation endeten, die 7 Aufgabenfelder einer Kulturagentur Köln zusammenfasst unter den Begriffen Planen und Bauen, Beraten und Genehmigen, Sichern, Betreiben und Verwalten, Vernetzung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Wissenstransfer und Einwerbung von Fördermitteln und einem Beirat. Damit bin ich am Ende meiner Studie. Ja, vielen Dank, Burkhard Debey, für diese Einführung und diesen theoretischen Überbau zu unserem Thema. Als ich diese Studie gelesen habe, habe ich gedacht, naja, eigentlich steht wirklich alles drin, was man braucht. Also alle Zutaten sind da, um eine erfolgreiche Integration von Kreativräumen zu ermöglichen. Jetzt muss es eigentlich nur noch gemacht werden. Aber das ist ja, wie man weiß, immer das große Thema. Deshalb komme ich jetzt zu unserem nächsten Gast, Anja Kolacek. Jetzt haben wir ja viel Theorie gehört, jetzt werden wir mehr Bilder bekommen, hoffe ich. Anja Kolacek hat gemeinsam mit Marc Lesle vor 16 Jahren die Raum 13 GmbH gegründet und ist eigentlich von Hause aus Theaterregisseurin und bildende Künstlerin und wurde aber mit Raum 13 auch zur Projektentwicklerin. Und genau, und da wird sie uns jetzt was darüber erzählen. Wir sind sehr gespannt. Ja, erstmal hallo. Also wir müssen uns natürlich jetzt hier auch erstmal sortieren und technisch einordnen, weil ich würde sehr, sehr gerne eigentlich diese Mikrofone da vorne benutzen, weil ich habe mir echt einen Text aufgeschrieben, weil es sind hier 15 Minuten, die ich reden darf. Und wenn ich in die freie Rede gehe, dann wären das 5 Stunden. Das wollen wir nicht. So, ich kann also, so geht es auch. Also, mein erster Dank gilt erstmal dem BDA Köln, die sich heute diesem brisanten Thema widmen, welchen Wert hat Kultur für unsere Stadt und diesem Thema auch heute hier eine wunderbare Bühne bietet. Na, und natürlich freue ich mich ganz besonders, dass dieser Saal hier heute so gut gefüllt ist, trotz Corona-Welle und so viele Menschen da sind, die sich für dieses Thema interessieren und dieses Domforum auch erst zu einem Forum machen. Also diesen physischen Raum, der hier ist, mit Sinnen füllt, dadurch, dass ihr da seid, und ihn zu einem sozialen und gesellschaftlichen Raum erhebt. Also kurz zu Raum 13 und zu meiner Person. Die Andrea hat ja gerade schon angefangen. Also mein Name ist Anja Kolacek und ich bin Intendantin und geschäftsführende Direktorin der gemeinnützigen Raum 13 GmbH und Initiatorin der Raum 13 Initiative Otto und Langenquartier. Wir, die Raum 13 Initiatoren, kommen aus dem klassischen Stadt- und Staatstheater und haben dies aus unterschiedlichen Perspektiven und in verschiedenen Städten in über 20 Jahren Berufsleben kennenlernen dürfen. Auf und hinter der Bühne gearbeitet, als Regieteam und in leitender Funktion einer ganzen Sparte.
Ein Theater ist ja nicht nur ein Gefühl, wie man so schön sagt. Ein Theater ist ein komplexes System mit zahlreichen Gewerken. Es ist sowas wie eine kleine agile Stadt oder auch ein Quartier. Und die große Kunst eines Regieteams ist es, nicht nur die künstlerische Setzung vorzugeben, sondern einen hochkomplexen Prozess zu steuern mit all diesen Gewerken. Also es gibt da ein gemeinsames Ziel, eine Zeitachse, einen Meilenstein und so, oder Meilensteine, die definiert werden. Und gemeinsam geht man los, denn der Vorhang muss ja aufgehen. Die Frage, wie sehen Kunst- und Theaterräume des 21. Jahrhunderts aus, hat uns raus aus den bürgerlichen Theaterhäusern streben lassen, hin zu etwas Neuem. Seither begreifen wir die Stadt als kollektives Kunstwerk und das Urbane als die Begegnung darin. So, welchen Wert hat Kultur für eine Stadt? Der Ankündigungstext zu Raum 13 beschreibt meines Erachtens grundsätzlich tiefgreifende Problemfelder der herkömmlichen Stadtentwicklung. Da heißt es, Raum 13 engagiert sich seit Jahren für das brachgefallene Otto- und Langenquartier. Aus meiner Perspektive ist das Wort brachgefallen nicht ganz richtig. Denn dieser Ort ist ein kultur- und wirtschaftshistorisches Erbe der Stadt Köln, der Extraklasse. Hier hat der Verbrennungs-Otto-Motor die Welt revolutioniert und ist bis heute eine der tiefgreifendsten gestalterischen Momente der Welt. Das ist viel größer als wir hier. Das ist weltumspannend. Das kann nicht brachfallen. Das ist da. Ja, und da muss die Kunst kommen und euch erinnern. Nein, das Otto- und Langenquartier lebt. Und es lebt nicht zuletzt, weil Raum 13 das Deutzer Zentralwerk der schönen Künste geschaffen hat und hier und jetzt und heute hier die soziale Kultur lebt, der gesellschaftliche Raum lebt, er atmet und wird sogar heute bearbeitet. Ist denn in den letzten 10 Jahren nichts entwickelt worden? Worüber diskutieren wir dann heute hier oder in der Aktuellen Stunde im Kulturausschuss oder in den Zeitungen oder im Fernsehen? Es scheint so tief verinnerlicht, dass diese künstlerischen Prozessräume nur der aktuellen Bedürfnisbefriedigung dienen. Man misst der Kunst und der Kultur keinen nachhaltigen Wert zu, wenn man sie nur als Unterhaltungsclown versteht. Und da ist meines Erachtens ordentlich etwas missverstanden. Und wir verbrennen damit wertvolles Potenzial. Und das ist in Zeiten der Nachhaltigkeit nicht angebracht. Es heißt hier auch, wie können wir Kreativräume in die Stadtentwicklung einbinden? Es müsste heißen, wie können wir es schaffen, dass die Stadtentwicklung die Potenziale ihrer Stadt und der Kultur erkennt? Wir sind doch kein Objekt, was man irgendwo unterbringen muss. Wir sind handelnde Personen. Dann steht da engagiert. So, dazu möchte ich auch noch was sagen. Wir, die vielen, vielen Expertinnen aus den unterschiedlichsten Gewerken wie Design, Kunst, Denkmalschutz, Architektur, Soziologie, Ökonomie, Ökologie und Handwerk, haben über 10 Jahre diesen Ort multiperspektivisch erforscht und bearbeitet. Gestern, heute, morgen. Und aus dieser inhaltlichen Auseinandersetzung, 150 Jahre gesellschaftlicher Wandel und die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, ist auf 10.000 Quadratmetern ein Beispiel gelebt, wie diese erste Gasmotorenfabrik der Welt als Zukunftswerkstatt in ein urbanes, gemeinwohlorientiertes Musterquartier entwickelt werden kann. Thematisch eingekernt sind die Themen Mobilität und Klima, Wandel von Arbeit, Technik und damit auch Wohnen, Demokratie und Beteiligung, Migration und Begegnung. Diese Themen müssen Leitlinien für die zukünftige Entwicklung sein. Wir haben vorgemacht, wie es gehen kann. Das ist zeitgenössische Stadtentwicklung. Behutsam im Bestand, im Prozess, aus dem Bestand. Multiperspektivisches Arbeiten mit Spezialistinnen aus den verschiedenen Bereichen an einem Projekt. Das ist praktische und ernsthafte Theaterarbeit. Und das ist praktische und ernsthafte Stadtentwicklung. Wir, die Akteure vor Ort, sind die Spezialisten. Das ist wertvolles Potenzial. Ein Labor für Stadtentwicklung ist entstanden.
Kulturorte sind immer Orte der Selbstvergewisserung und der Stadtentwicklung. Wenn es nach einigen Kulturbanausen geht, heißt es, Baby, du hast über 10 Jahre diesen Ort erforscht, Zeitschichten behutsam freigelegt und Zukunftsszenarien entwickelt, Nachtwachen geschoben, den Ort für mehr als 100.000 Bürgerinnen thematisch bespielt und geöffnet, ihn vor dem Verfall bewahrt, Geld, Zeit und Arbeit investiert. Aber jetzt kommen wir, du hast deine Schuldigkeit getan, aus dem Weg, ihr Traumtänzer, jetzt kommen wir, die Realisten, entwickeln tun wir. Leute, das ist kulturlos. Meint ihr nicht, dass bereits wechselseitig ein wertvoller, sozialer, gesellschaftlicher sowie physischer Multifunktionsraum entwickelt und produziert wurde? Meint ihr nicht, dass wir dieses Potenzial der Engagierten in die Zukunft tragen sollten? Die Politik der Stadt Köln hat den Wert erkannt und beschlossen, die Hauptverwaltung für 21 Millionen zu kaufen. Euro, nicht D-Mark, genau. Und sie hat beschlossen, dass Raum 13 mit dem Deutzer Zentralwerk der schönen Künste Ankerpunkt für die weitere Quartiersentwicklung sein soll. Und dazu haben wir jetzt nochmal einen kleinen Film mitgebracht, damit ihr euch das vorstellen könnt, worum es geht. Mit dem Erwerb der ehemaligen Hauptverwaltung der ersten Gasmotorenfabrik der Welt setzt die Stadt Köln ein deutliches Zeichen in Sachen Kunst und Stadtentwicklung. Hier wurde das Engagement der Raum 13G GmbH gewürdigt, die über 10 Jahre mit vielen engagierten Künstlerinnen, Ehrenamtlerinnen, Expertinnen und Bürgerinnen das Deutzer Zentralwerk der schönen Künste geschaffen hat. Mit seinen zahlreichen Räumlichkeiten der Begegnung als Aufführungsräume für Performances, Konzerte und Ausstellungen, als Erinnerungsräume, Spielräume, Experimentierräume, Bildungsräume, Denkräume und Freiräume, aber auch Arbeitsräume wie Werkstätten, Proberäume, Ateliers, Büros, Lagerflächen und Gästeateliers wurden geschaffen. Raum 13 gelingt durch die innovative und spartenübergreifende Arbeitsweise der künstlerischen Leitung die experimentelle Einnistung eines Kulturquartiers im zu entwickelnden Otto- und Langenquartier. Naturwüchsig hat sich hier die Kombination aus Stadtentwicklung und Kunst ergeben, um in einem behutsamen städtebaulichen Prozess die Themen Kunst, Kultur, Wohnen, Arbeiten, Wissenschaft, Soziales, Mobilität und Ökologie zusammenzuführen. Die künstlerischen Interventionen haben das Potenzial des Ortes sichtbar gemacht und in der städtischen Gesellschaft ein Bewusstsein für das kultur- und wirtschaftshistorische Erbe geschaffen. Dieses Engagement, welches schließlich zum Kauf der Immobilie geführt hat, ermächtigt die Stadt Köln, verantwortungsvoll, gestaltend und kreativ mit dem Areal umzugehen. Die ehemalige Hauptverwaltung von Klöckner-Humboldt-Deutz ist in den vergangenen 10 Jahren von Raum 13, Deutzer Zentralwerk der schönen Künste, nicht nur als Kulturort der Begegnung und des Stadtquartiersmanagement belebt und bespielt worden, sondern das Gelände wurde von der Kunst aus zu dem Ankerpunkt im zukünftig zu gestaltenden gesamten Otto- und Langenquartier erarbeitet. Durch künstlerische Recherchearbeiten am historischen Bezugsort der ersten Gasmotorenfabrik der Welt werden Spuren und Schichten,
gestriger Epochen allmählich freigelegt und in Gegenwarts- und Zukunftsszenarien verwoben. Der politische Auftrag ist klar. Auf dem Areal der ersten Gasmotorenfabrik der Welt lässt sich die Zukunft der Stadt gestalten. Ein Musterquartier für Vordenker, ein öffentlicher Raum für spannende Begegnungen und viel Kultur. Ein geschichtsträchtiger Ort für neue Ideen, ein Labor für Experimente. Aus dieser Kraft schöpfend werden Möglichkeitsräume und konkrete Utopien entwickelt. Inmitten des Stadtlebens werden Zwischenräume eröffnet, an denen alternative Denk- und Handlungsformen zu einem selbstverständlichen Teil unseres Alltags werden sollen. Ist es, ein Reallabor für die Stadt der Zukunft zu machen. Köln kann sich einreihen in den Kreis europäischer Städte, die neue Wege der Stadtentwicklungspolitik gehen. Hier kann alles zusammenkommen, was die Stadt der Zukunft ausmacht. Wohnen, Arbeiten, Bildung, Natur, Soziales, Kunst und Kultur. Ja, also und jetzt kommt da eigentlich noch ein Abspann, der mindestens genauso lang ist wie der Film, wo man sieht, wer sozusagen alles an dem Projekt beteiligt war und da mitgearbeitet hat. Jetzt nochmal, es gibt natürlich auch so ein paar Wermutstropfen. Also aufgrund der Verkaufsabsichten des Voreigentümers wurde dieses Vorzeigeprojekt in Sachen Kunst- und Stadtentwicklung vor die Tür gesetzt. Es gab keine Chance. Der Stadtrat hat das Vorkaufsrecht darüber gezogen, die moderne Stadt hat ein saftiges Angebot gemacht. Verschiedene Stiftungen wollten in Verkaufsverhandlungen treten. Es gab eine Riesenanzeige im Stadtanzeiger. Die OB hat mehrfach interveniert. Keine Chance, mit Sack und Pack auf die Straße gesetzt. Keine Handlungsoption, nichts da. Derzeit arbeiten wir mit unseren Kooperationspartnerinnen, Stiftungen, Förderinnen der Stadt Köln und den politischen Entscheidungsträgerinnen an der Konstruktion Next Level des Deutzer Zentralwerks für die schönen Künste. Warum sind wir trotz der Staatsratsbeschlüsse noch nicht wieder eingezogen? Weil die Verwaltungsstrukturen für die Erneuerung unseres Erachtens nicht präpariert sind. Wahrscheinlich kann da jeder ein Lied von singen. Ne? So. Jetzt, wenn ihr es ernst meint mit den Perspektiven 2030, die habe ich da unten mitgebracht, die sollen für den Benjamin Thele sein, mit der Kulturentwicklungsplanung, die sollten für Brigitte Scholz sein, mit einer aktiven städtischen Bodenpolitik, mit einer Stadtentwicklung, bei der die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund steht, die Gemeinwohlrendite, da müssen wir jetzt sofort beginnen. Dezernatsübergreifendes Arbeiten, projektbezogenes Arbeiten und das muss in die Verwaltungsstrukturen übersetzt werden. Die Hoffnung ist jetzt groß, dass mit der neuen Struktur Stabstelle, Kulturraummanagement einiges möglich wird. Na, das geht auf einen Beschluss zurück von 2018, wo es um die Sicherung von Kreativräumen in der Stadtentwicklung ging, die auch meines Erachtens von Niklas Kienes damals und Kirsten Jahn, also von CDU und Grünen und Brigitta von Bülow kraftvoll initiiert wurde. Für uns ist natürlich die Umsetzung dessen ein bisschen spät und mit sehr schmerzhaften Reibungsverlusten verbunden. Liebe Politik, bitte macht jetzt Nägel mit Köpfen und geht diesen eingeschlagenen Weg weiter. Empowert diese Stabschelle bitte und begleitet, moderiert aktiv den Prozess der Erneuerung. Als Startschuss für ein Musterquartier der Stadt der Zukunft im gesamten Otto- und Langenquartier können wir jetzt sofort beginnen, in dem Teil, der bereits von der Stadt gekauft wurde, als Symbol für zeitgenössische Stadtentwicklung in Köln. Wir,
stehen mit unseren Partnerinnen bereit und haben unser Konzept bereits vorgestellt. Hier können in einem Reallabor die Räume der Zukunft erprobt und ausgehandelt werden. Multiple Räume, flexible Räume, Räume, die den Menschen in den Vordergrund stellen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren und können es uns auch als Gesellschaft nicht mehr leisten, bürgerliches Engagement im Klein-Klein zu ersticken. Holt die Kunst mit an den Tisch und setzt sie nicht auf die Speisekarte. Welchen Wert hat Kunst und Kultur für die Stadtentwicklung? Ich würde das gerne umdrehen. Welchen Wert hat die aktuelle Stadtentwicklung für unsere Kultur? Ja, vielen Dank, liebe Anja, für diesen sehr leidenschaftlichen Vortrag und die Korrektur des Titels. Das werden wir gleich nochmal sicherlich in der Diskussion weiter vertiefen. Und ja, also ich finde das euer Projekt sehr wichtig, deswegen haben wir euch ja heute hier auf die Bühne geholt, weil das ist ja nicht nur, sage ich mal, es geht ja nicht nur um so einen Kulturort, sondern es geht ja, wie gesagt, eben auch um einen wichtigen historischen Ort in Köln. Und ich finde, das ist es schon wert, dass wir mal darüber diskutieren und mal auch nachfragen, was da gerade hinter den Kulissen läuft. Ich würde jetzt gerne von dieser, sag ich mal, noch in der Idee befindlichen Stadtentwicklung zu einem vielleicht schon konkreteren Ideen kommen, die schon entwickelt wurden, und hier unseren dritten Vortragenden auf die Bühne bitten. Das ist der Bertram Schulze. Bertram Schulze ist Projektentwickler und Geschäftsführer der MIB Colored Fields GmbH aus Leipzig, die sich auf die Fahne geschrieben hat, attraktive urbane Quartiere im Kontext integrierter und initiativer Stadtentwicklung zu schaffen und zu betreiben. Bekanntestes Beispiel ist dabei die Spinnerei Leipzig und auf AEG Nürnberg und Wirkbau Chemnitz. Und die Projekte wird er uns jetzt hoffentlich vorstellen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Bühne. Ich bin sehr gerne gekommen. So, man sieht es jetzt auch ganz gut. Ja, Sie haben schon gesagt, MIB Colored Fields, inzwischen nur noch Colored Fields. Wir haben uns freigeschwommen von der MIB mit dem Claim Creating Communities. Das ist uns wichtig. Es geht uns nicht nur darum, eine Hardware zu revitalisieren oder neu zu schaffen, sondern es geht uns auch darum, entsprechende Inhalte in den Quartieren anzusiedeln. Wir haben uns vor allem spezialisiert auf Revitalisierungen von großen Industrieanlagen oder auch von Unternehmensimmobilien. Das Spannende daran ist, das sind ja per se schon mal an sich Quartiere, die sehr groß sind, die in einem Stadtviertel meistens drin liegen und aber nicht zugänglich waren. Und durch die Schließung dieser Fabriken, was natürlich auch immer ein Trauerspiel ist wegen der Arbeitsplätze und wegen sonstiger soziokultureller Verbindungen, die da existiert haben, ergibt sich da aber auch die riesige Chance, nämlich dass man einen großen Bereich öffnet und dem Stadtraum neu hinzufügt. Und wenn man diesen dann mit einer neuen Identität versieht, hoffentlich auch oft anknüpfend an die alte Identität, kann man eben oft was ganz Besonderes schaffen. Unser Name Colored Fields kommt ganz bewusst von dem amerikanischen Brown Fields. Das sind die großen Industriebrachen in Amerika. Und wir versuchen eben blühende Landschaften draus zu machen in der Übersetzung. Und unsere wichtigste blühende Landschaft, die ist im Osten, da wo Helmut Kohl sie auch immer versprochen hat, hier auf dem Dach der Halle 14 von der Spinnerei. Das ist ein Dach, das ist 4000 Quadratmeter groß. Unsere Mannschaft ist inzwischen fast annähernd, hat sich verdoppelt in den letzten 2 Jahren. Das Bild ist etwas anders, sauber durchgegendert. Wir haben mehr oder weniger sehr viele Disziplinen an Bord, bis hin zum Theologen, Soziologen, Bauingenieure, Architekten, Betriebswirt natürlich. Und das Spannende an diesem Dach ist, das ist eigentlich ein Dach, das ist über 120 Jahre alt und ist das heute viel gepriesene Blau-Grün-Dach. Man hat damals schon auf sehr flach geneigte Dächer, hat man eben einen Bewuchs draufgebracht, in dem Fall Schnittlauch. Im Mai blüht er immer ganz herrlich. Wir begehen diese Dächer auch tatsächlich zu bestimmten Feierlichkeiten.
Und das hat man damals eben so gemacht, damit die Gebäude auch gekühlt wurden, weil das Wasser hat sich da gesammelt und gehalten. Und durch die Verdunstung wurde die oberste Etage auch immer kühl gehalten. Das war besonders wichtig in der Baumwollspinnerei, weil nur bei 23 Grad konstant lief das Garn gut. Und das hat man einmal durch eine mächtige Bausubstanz erreicht und zum Zweiten aber auch dann durch diese Dächer, die man hier sieht. Überhaupt die Spinnerei. Und hier sehen Sie mal das Gesamtensemble. Es ist heute fast noch komplett so erhalten. 10 Hektar Areal, 100.000 Quadratmeter Nutzfläche in den verschiedenen Gebäuden und wirklich wie auf diesem Bild noch vorhanden. Lediglich da, wo die Schmiede am Karl-Heine-Kanal steht, ist heute ein Kindergarten, eine Kinderkrippe aus den 50er Jahren. Sogar die Gartensiedlung, die Schrebergartensiedlung, die da ist, existiert heute auch noch, inzwischen von den Künstlern genutzt. Und im Kindergarten gehen die Kinder von den Künstlern eben in ihre erste Bildungsphase hinein. Die Liegenschaft ist gewachsen innerhalb von 25 Jahren, von links nach rechts mehr oder weniger. Und genauso hat auch die Revitalisierung stattgefunden. Sie sehen ganz rechts dann dieses weiße Gebäude, das ist unsere Halle 7, das jüngste Gebäude, 1907 gebaut als Experimentalbau eines französischen Ingenieurs, ein früher Stahlbeton-Skelettbau und auch ästhetisch einfach schon der Aufbruch in die Moderne. Und das ist das Gebäude, was wir erst vor 3 Jahren revitalisiert haben, nachdem wir die Liegenschaft schon über 20 Jahre im Eigentum haben. Ich war damals 1994, wie ich nach Leipzig gegangen bin, einer der ersten Mieter dort, hatte Architektur studiert, habe in Leipzig nochmal Betriebswirtschaft spezialisiert auf Immobilienbasis studiert und hatte dort eine Werkstatt und kenne diese Fabrik also aus der Zeit noch, wo noch produziert wurde auf bestimmten Flächen, wo aber auch schon die ersten Nutzer eingezogen sind. Und erst 2000 hat dann die letzte Produktion zugemacht und der Voreigentümer hat die Liegenschaft auf den Markt gegeben und ich konnte sie damals mit einigen Kollegen zusammen erwerben und freue mich heute noch drüber, dass wir das gemacht haben. Hier sehen Sie meinen Blick einfach in die tatsächliche Situation hinein, von vorne reingeschossen. Und dann gab es einen ganz wichtigen Zufall. Wir haben diese Liegenschaft gekauft, nicht weil wir einen großen Masterplan dafür hatten, sondern weil wir einfach fasziniert davon waren. Wir hatten vorher das sogenannte Stelzenhaus unweit von der Spinnerei entwickelt, als erste Fabrikprojektentwicklung, ganz klein, letztendlich auch mit vielen Problemen behaftet. Und dann waren wir fasziniert von dem Angebot, das kaufen zu können und haben da, Menschen kann man nicht kaufen, jedenfalls keine Mieter in dem Fall hier, haben aber auch schon Mieterstrukturen erworben mit, die da drin waren. Unser Schlachthaus hier, Neo Rauch, war auch seit 1994 im Areal und hat dort gemalt. Malt ist heute noch dort, ist ein Mensch, der könnte von seinem Einkommen in aller Welt leben und arbeiten, bleibt aber Leipzig treu und auch seinem Atelier in der Spinnerei. Und auch seine Werke bezeichnet er immer wieder als fabrikbeeinflusst. Und er kommt auch wie ein Fabrikarbeiter früh um 9 mit dem Fahrrad ins Gelände und abends um 7 geht er auch wieder raus aus dem Areal und arbeitet und malt auch jedes Bild noch ganz alleine. Die nächste Generation der neuen Leipziger Schule, die Sie hier so ein bisschen auch sehen von ihrer Malart, figürlich, narrativ, leicht surreal, mit Thilo Baumgärtel, mit Matthias Weischer, mit Christoph Ruckhäberle, hat sich auch in der Spinnerei angesiedelt, wie auch viele andere Disziplinen, die nicht nur mit Malerei zu tun haben. Und dann hat diese, sage ich mal, Kunstrichtung Neue Leipziger Schule auch wirklich reüssiert weltweit. Und das war ein großer Glücksfall für uns. Wir konnten dann neben den Ateliers, also neben den reinen Arbeitsflächen, konnten wir eben auch die Kunstvermarktung und Kunstpräsentation ins Gelände holen. Wir haben die großen Galerien aus Leipzig alle in die Spinnerei hineingeholt und damit auch eine Clusterbildung geschaffen. Wir haben große Stiftungen hereingezogen, wie hier auf der Fläche zum Beispiel Stiftung Halle 14, die dort auf 2000 Quadratmetern tolle Ausstellungen mit sehr internationaler Beteiligung und nicht kommerziell orientiert aufbauen. Und wir konnten insgesamt sehr interessante Künstler ziehen, zum Beispiel hier Darren Almond, der in unserer ehemaligen Nadelsetzerei seine Bushaltestellen aus Auschwitz gezeigt hat. Ganz spannendes Gebäude, eingeschossig, tiefer gelegt in der Spinnerei, aber wunderschöne Oberlichter. Und auch hier sehen Sie noch mal ganz kurz die Professionalität der Bauweise. Wir haben hier auch bei den Oberlichtern eine Kastenfenstersystematik und haben sogar eine innere Entwässerungs,
Leitung, die da entlangläuft für das Kondenswasser. Bisher hat die Halle noch keine Heizung, also wir brauchen noch keine Kondenswasserrinne wieder. Und diese Situation hat uns letztendlich Darren Allman spendiert, indem er 3 Jahre seine Miete im Voraus bezahlt hat. Dadurch haben wir das Dach sanieren können und die Betonplatte unten reinziehen können. Und seitdem ist das eigentlich eine informelle Kunsthalle innerhalb der Spinnerei. Andere große Namen wie Dan Pajowski waren da. Hier gibt es eine schöne Geschichte. Seine Galerie kam dann im Nachgang auf uns zu nach der Ausstellung Romanian Resolution und hat gesagt, sie will, dass wir das wieder wegmachen von der Wand, weil das, die Ausstellung ist ja vorbei. Und dann haben wir gesagt, ihr könnt es gerne wegmachen, aber unsere Wand muss genauso aussehen wie vorher. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann lassen wir es dort. Und insofern ist es immer noch da, obwohl es langsam verbleicht. Oder auch hier Hilario Galguera, die größte Galerie aus Mexico City, der hier für 3 Jahre auch in der Spinnerei tätig war. Und hier auch Künstler wie Yannis Cornelis, Daniel Buren oder Damien Hirst in Ausstellungen reingebracht hat und auch einfach atmosphärisch toll beigetragen hat zu dem Ganzen. Hier noch eine schöne Ansicht von einem koreanischen Künstler, der auch entsprechend auf der Biennale war. Herrliche Pietà aus so Crash-Test-Dummies, die er dorthin gesetzt hat. Oder mal eine Performance im öffentlichen Raum zu Corona-Zeiten oder am Anfang von Corona, wo das Ganze noch nicht so ernst genommen wurde und ein bisschen auf den Arm genommen wurde. Normalerweise haben wir im öffentlichen Raum keine Kunstaktionen in der Spinnerei, weil wir dort eigentlich die Liegenschaft und die alte Fabrik huldigen und uns auch ein bisschen dagegen erwehren, dass dann jeder überall ein Kunstwerk hinstellen will. In den Galerien und in den Räumen kann natürlich alles Mögliche passieren, da mischen wir uns nicht ein. Der jüngste Schritt, und das ist unser Gebäude 7, ist dann auch ein Schritt in, sag ich mal, die performative Kunst hinein. Und das in einer Zeit, wo in Leipzig längst Eigentumswohnungen mit Denkmal-AFA wie geschnitten Brot sich verkaufen ließen, haben wir uns nochmal entschlossen, dass wir ein 10.000 Quadratmeter großes Gebäude durchaus auch mit hohen Fördermitteln anteilen. Die kamen in dem Fall aus dem Städtebau, eine sogenannte kulturelle Gemeinbedarfseinrichtung. Man bindet ein Gebäude für 15 Jahre an eine sehr niedrige Miete und kann da bis zu 85% der Sanierungs- und Umbaukosten bekommen. 15% muss man selber beibringen und natürlich bringt man auch das Gebäude mit ein. Und hier haben wir 3 Leipziger freie Theater zusammengeführt in einem Gebäude, die jetzt über ganz andere Synergien eben verfügen dort drin. Projekte wie die kreativen Spinner der Halle 14, das ist ein Kinder- und Jugendprogramm, was durchaus mit den Künstlern im Gelände arbeitet, weniger mit Pädagogen. Die Kinder lernen wirklich auch den Lebensentwurf Künstler kennen und lernen aber auch, was Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft und unsere Stadtentwicklung bedeutet. Und es ist oft ganz spannend, wie überrascht die Eltern sind, was für faszinierende Ergebnisse da auch rauskommen dabei. So sieht es aus, wenn wir einen Rundgang haben in der Spinnerei. Ein Rundgang ist 3-mal im Jahr, wenn alle Galerien letztendlich gleichzeitig eröffnen. Der nächste ist am 30. und 31. April. Fühlen Sie sich gerne herzlich eingeladen. Da kommen ungefähr 20.000 Leute am Wochenende. Das Gelände schluckt die problemlos weg. Tolle Atmosphäre. Man ist sehr nah dran. Man sieht die Künstler. Man ist nah an den Galeristen. Man ist sofort Teil der Community. Wie überhaupt Leipzig eine Stadt ist, die jeden gleich mal assimiliert. Also nicht eine Stadt wie Hamburg, wo wir uns auch mal mit dem Kraftwerk Bille versucht haben, wo man 5. Generation sein muss, um überhaupt irgendwie berücksichtigt zu werden in der Stadt, bietet Leipzig schon andere Vorteile. Was inzwischen bewiesen ist, ist, dass die Spinnerei letztendlich einer der großen Motoren der Stadtentwicklung von Leipzig ist und war. Und zwar über die letzten 15 Jahre sind wir zum Beispiel immer unter den Top 3 Reisezielen, aber wir sind auch unter den Top 3 genannten Gründen, warum junge Leute vor allem nach Leipzig ziehen. Leipzig war in den letzten 5 Jahren die europäische Stadt, die immer einen der ersten 3 Plätze belegt hat, in der Anzahl der jungen Menschen zwischen 18 und 35, die dort hingezogen sind. Und das geht kontinuierlich so weiter. Und da freuen wir uns drüber. Und das Faszinierende ist, dass trotzdem ein gewisser Freiheitsgedanke, also ein Raum und ein Platz immer erhalten bleibt, obwohl sich die Stadt immer mehr gentrifiziert. Die Spinnerei ist sehr positiv und deswegen wird bei einem Leipzig-Besuch auch die Spinnerei immer heimgesucht von Politikern und von hochrangigen Persönlichkeiten. Macht immer sehr viel Spaß, wie man hier auch sieht. Und damit wir nicht ganz so SPD-lastig hier sind,
habe ich nochmal 10 Jahre zurück, auch nochmal unsere ehemalige Kanzlerin hier mit drin, die 1,5 Stunden länger blieb als geplant, weil ihr es so gut gefallen hat. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Und man kriegt eigentlich das Feedback letztendlich auch aus vielen Interviews, die gerade aus Universitäten aus aller Welt an uns gerichtet werden, dass die Spinnerei wirklich ein sehr interessantes Studienobjekt geworden ist für das Thema, wie kann ich eventuell gezielt sowas ansiedeln, um eine Stadt nach vorne zu bringen im Gesamtkontext. Zum Beispiel das Matadero in Madrid, ich weiß nicht, wer es kennt, ein ehemaliges Schlachthofareal, ist auch mit unserem Input angestoßen worden, hat jetzt eigentlich dieses ganze Stadtviertel da komplett verändert in seiner Umgebung. Man muss aber auch sagen, dass da auch ein riesen Park gebaut worden ist, dass Straßen unter die Erde gepackt worden sind, die vorher oberirdisch gelaufen sind und so weiter. Also es gehört immer noch mehr dazu, aber oft ist es eben der Anstoß. Spinnerei ist keine Monokultur im Bereich der bildenden Kunst, obwohl sie in der Außenwahrnehmung durchaus so dargestellt wird. Über die Hälfte der Flächen sind auch von anderen Nutzern belegt, insbesondere von jungen Unternehmen, die diese Atmosphäre schätzen, diese Gründeratmosphäre. In der Spinnerei hängt auch keiner ab, sondern da wabert richtig eine Konzentration durch die Gebäude und zwischen den Hallen. Und man merkt, dass da lauter Leute sind, die ihrem ganz persönlichen individuellen Traum folgen, egal was links und rechts sagt. Und deswegen haben wir hier auch sehr viel Erfolg gehabt mit dem sogenannten Spin Lab. Das ist ein sogenannter Accelerator zwischen Handelshochschule Leipzig und uns als Spinnerei, den wir vor 5 Jahren gegründet haben. Und wo junge, vielversprechende Unternehmen über ein halbes Jahr hinweg umsonst gecoacht und gefördert werden. Oft sind diese Unternehmen dann, wenn sie dann rauskommen aus dem Spin Lab, dann auch unsere nächsten Mieter für verbleibende Restflächen, die wir haben. Ansonsten ist die Spinnerei gut gefüllt. Wir können uns so ein bisschen aussuchen, wen wir reinholen. Wir haben 150 Ateliers und das ist auch die nachgefragteste Fläche. Und es gibt eine Warteliste für Ateliers, aber wenn Sie auf die Warteliste kommen, dann haben Sie schon verloren. Und wir liegen aber trotzdem vor manchen jungen Künstlern auf den Knien, damit sie ein Atelier bei uns nehmen. Also wir beobachten die Szene ganz genau, gerade an der HGB, der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, wo wir immer wieder gucken, was sind spannende junge Künstler, holt uns die auch regelrecht rein, machen denen Angebote, ermöglichen denen was, weil wir einfach diese künstlerische Schaffensqualität auch in der Kontinuität überführen wollen. Mit der Erfahrung der Spinnerei, und da gibt es noch einen ganz wichtigen Aspekt, wir haben über 350 Mietverhältnisse. 350 Mietverhältnisse heißt auch 350 egoistische Ansichten. Und es muss immer einen geben, der diese alle zusammenführt und moderiert. Ich habe das in dem Fall gerne gemacht, hat mir viel Spaß gemacht, auch weil ich dieser Community direkt entspringe, also einer der Pioniere der Bottom-up-Bewegung auch war, fiel mir das auch einigermaßen leicht. Und ich habe viele andere Modelle gesehen, Vereinsmodelle oder sonst wie gestrickte Sachen von der Stadt aufgesetzte Modelle, die eben gerade aus diesem Grund dann nicht mehr funktioniert haben. Weil ich will nichts gegen das Partizipative sagen, aber das Partizipative weckt eben auch sehr viel Partikularinteressen und die muss man dann auch wieder einfangen und zusammenführen. Insofern ist es bei diesen Entwicklungen einfacher, weil wir einfach Eigentümer von der Liegenschaft sind und können sagen, dahin vermieten wir oder dahin vermieten wir nicht. 2007 haben wir die AEG in Nürnberg gekauft, eine ehemalige Waschmaschinenfabrik, 16 Hektar groß. Das ist das alte Förderband, wo die Waschmaschinen von der Produktion in die Logistik gelaufen sind, mit dem schönen Namen Langer Dallmann. Und die Künstlerin Annegret Hornig guckt hier mal rein, was es da noch zu holen gibt. Und hier sehen Sie mal das Luftbild der Liegenschaft. An der Basis unten ist die Fürther Straße. Hier lief die erste Eisenbahnlinie. Der Adler ist hier mal gefahren zwischen Nürnberg und Fürth. Und wir liegen da mit 500 Metern an letztendlich. Und dann oben ist nochmal eine kleine Straße zwischendrin, die Muggenhofer Straße. Und dann kommt das Logistikareal. Und Sie haben eine kleine Enklave, diese grüne Enklave, die Sie da sehen. Wir nennen das das gallische Dorf. Wir haben diese Liegenschaft auch aufgrund von Vorschusslorbeeren, die wir natürlich aus der Leipziger Entwicklung bekommen haben, durchaus mit Künstlern auch erschlossen und wiederbelebt. Und zwar ganz hinten sehen Sie dieses viereckige große Logistikgebäude direkt an der Pegnitzaue. Und das Bürogebäude, was vorne dran steht, der Viergeschosser, da waren ungefähr 120 Ateliers drin, wie eine Legebatterie, wirklich Mittelgang, links, rechts, Atelier. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben den Künstlern immer gesagt, ihr habt es für 2 Jahre. Am Schluss sind 12 Jahre draus geworden. Inzwischen
haben wir ihnen Ausweichquartiere besorgen können und bearbeiten dieses ganze Nordareal, was übrigens auf einer kompletten Kriegsschuttdeponie steht, zu einem Wohn- und Gewerbegebiet. Die AIG selbst haben wir neben Kunst und Kultur auch sehr viel mit Wissenschaft und Forschung, vor allem im Bereich der Elektroforschung, entwickelt. Und wir haben vor allem, und das machen wir eigentlich immer in den Liegenschaften, dass wir unsere leerstehenden Flächen am Anfang ganz stark nutzen für das Thema Ausstellung und für das Thema Adressbildung, die uns natürlich auch wichtig ist. Auf AIG ist letztendlich natürlich auch gewachsen aus dem großen Identifikationspunkt AIG. Das ist eine ganz berühmte Marke, die in dieser Lage allen Leuten wichtig war. In Nürnberg gibt es Traueranzeigen, da steht drin AIG-Pensionär. Also so stark ist die Identifizierung gewesen mit diesem Unternehmen dort vor Ort. Und das haben wir im Namen schön mit aufgenommen. Es hat sich auch zum Marketing-Schlager entwickelt, obwohl grammatikalisch falsch, sagt man inzwischen auch auf Quelle. Das ist ein Gebäude, was gegenübersteht, das ehemalige Versandzentrum. Und hier sehen Sie mal eine 10.000 Quadratmeter Produktionshalle, die wir einmal im Jahr bespielt haben, mit einem Festival offen auf AIG, wo wir mit den Künstlern vor Ort, aber auch mit relativ viel importierter Kunst, die wir aus Leipzig zum Beispiel geholt haben oder aus anderen Teilen von Deutschland oder der Welt und haben da eigentlich bis Corona regelrecht ein festes Datum etabliert in der Nürnberger Kunstwelt. Nürnberg ist ganz anders. Nürnberg versteht sich als Arbeiterstadt. Leipzig ist eine Kulturstadt. Also was Hamburg mit seiner Elbphilharmonie gemacht hat, hat Leipzig vor 300 Jahren schon mit seinem Gewandhaus gemacht. Und das merkt man auch ganz klar, wie die Reflexion letztendlich ist, wie das wahrgenommen wird. Die Nürnberger lieben die Events, kommen zu solchen Sachen, aber das tiefe Interesse an Kunst und Kultur ist in Leipzig noch mal viel eher zu finden. Ja, ich bin schon dabei. Hier noch mal ein Blick in das Thema Forschung, die Elektromobilität. Wir haben inzwischen 60.000 Quadratmeter universitäre Nutzungen aus der Friedrich-Alexander-Universität und der Hochschule Nürnberg. Und damit springe ich nochmal schnell zu unserem Projekt in Chemnitz, weil hier so ein schöner Uhrenturm von Erich Basarke drin steht. Fritz Höger war gar nichts gegen Erich Basarke, möchte ich mal kurz sagen. Das ist einer der schönsten expressionistischen Architekturen, die es überhaupt gibt. Eine alte Maschinenbaufabrik. Hier haben wir mit einer Avantgarde-Architektin Johanna Meyer-Grobrücke aus Berlin ein Großraumbüro gebaut für den inzwischen, glaube ich, das inzwischen einzige ostdeutsche Einhorn, die Firma Starfbase, die sich hier bei uns angesiedelt hat. Und hier einfach mal so ein paar Eindrücke von sehr spezialisierten Besprechungsräumen, die dann angegliedert sind an das ganze Thema. Und Hope habe ich in Ihrem Vortrag auch ein paar Mal gesehen. Wir haben es ja auch mal in einer Ausstellung. Wir haben mitten im Areal eine Halle entmietet. Da war VW drin mit einem Lager. Das musste ich meinen Gesellschaftern erst mühevoll beibringen. Und haben dort eine interdisziplinäre Plattform aufgebaut. Eröffnet haben wir im Oktober 19, dann kam der Lockdown. 2 Jahre war das Ding jetzt zu. Und hier sieht man aber auch, was dann los ist in Chemnitz, wenn dann wieder was möglich ist bei einem Konzert der Band Kraftklub. Das sind Chemnitzer, die hier auf der einen Freifläche bei uns unterwegs sind. Und als jüngste Entwicklung haben wir hier einen Dachgarten auf dieses Gebäude gesetzt. Ganz spezielle Situation. Das Gebäude ist runtergebombt worden im Zweiten Weltkrieg, ist nur noch eingeschossig. Dadurch ist eine Etagendecke, trägt auch Starkbäume, die letztendlich draufstehen. Und man guckt von den beiden höheren Gebäuden links und rechts auch auf diesen Dachgarten. Also man hat die verschiedensten Aspekte. Man kann ihn nicht nur begehen, sondern kann ihn auch besehen. Und hat eine grüne Lunge mitten im Areal. Es wird immer gesprochen, ich bin gleich fertig, es wird immer gesprochen von der integrierten Stadtentwicklung. Wir versuchen aber auch initiative Stadtentwicklung zu tätigen. Und da gibt es in Nürnberg ein ganz besonderes, ganz schwieriges Beispiel mit der angefangenen Kongresshalle des Reichsparteitagsgeländes, des sogenannten Kolosseums, wir nennen es auch den Torso. Dort haben wir für die Kulturhauptstadtbewerbung der Stadt Nürnberg eine Machbarkeitsstudie, ein Konzept entwickelt, dieses Gebäude mit Kunst und Kultur zu heilen, haben wir regelrecht gesagt, alles dort reinzubringen, was Hitler geärgert hätte, Multikulti, Freigeistigkeit, Kunst und Kultur,
Und vor allem nicht nur das da reinzubringen, sondern damit auch letztendlich den ständig wieder aufstrebenden braunen Bewegungen auch was entgegenzusetzen, also das regelrecht zu bekämpfen. Die Stadt Nürnberg dagegen hat dieses Gebäude einfach über die Jahrzehnte hinweg profanisiert, da waren Lager drin oder sonst was, damit ist nichts passiert. Hier mal eine Studie vom Innenhof, wo man die Durchdringungen dann gebracht hätte. Da hat man uns dann auch auflaufen lassen in der Stadt Nürnberg und hier mal ein schöner Schnitt durch das Gebäude, wie das funktioniert hätte. Das ist ja komplett unfertig, das hätte ja nochmal mit einem Deckel versehen werden sollen, da hätten 50.000 Leute drin sitzen sollen und Hitler hätte in der Mitte gesprochen. Und unsere Idee war da eigentlich sehr kostenschonend dran zu gehen, weil die Substanz unglaublich stark gebaut worden ist. Gerade von der Statik sollte ja noch viel mehr oben drauf kommen. Und man wollte eben tatsächlich konfrontieren statt profanisieren. Das Ganze ist nochmal schön von der Süddeutschen aufgenommen worden. Aber das war dann auch für uns dann irgendwie der Schlusspunkt bei dem Projekt, weil eine Stadt lässt sich da ungern reinreden von einem privaten Entwickler, wie es so schön heißt. Im Moment denkt die Stadt Nürnberg darüber nach, die Inter-Im-Nutzung des Opernhauses während der Sanierung dort reinzubringen. Da scheitert es gerade am Geld. Vielleicht kommen wir doch noch zum Zuge, warten wir es ab. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schulze. Es tut mir leid, dass ich Sie so abwürgen musste, aber wir haben halt, wie gesagt, hier so ein sportliches Zeitfenster. Ich würde jetzt gerne die Podiumsdiskussion eröffnen und nochmal alle Vortragenden auf die Bühne bitten und zusätzlich, Marc Lessle auch noch, der Mitstreiter bei Raum 13. Und dann haben wir noch Burkhard Dewey und der Bertram Schulze. Und zusätzlich würde ich gerne noch den Benjamin Thiele aufs Podium bitten. Benjamin Thiele ist seit September letzten Jahres Leiter der neuen Stabsstelle Kultur, Raummanagement im Kölner Kulturdezernat. Die gibt es auch erst seit September und er hat die auch maßgeblich mitkonzipiert. Und dann würde ich gerne noch Niklas Kienitz auf die Bühne bitten. Den kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch. Niklas Kienitz ist Fraktionsgeschäftsführer der CDU in Köln und stellvertretender Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses. Herzlich willkommen. Ich würde jetzt gerne mal meine erste Frage an den Benjamin Thiele richten. Herr Thiele, können Sie uns kurz erklären, was die neue Stabsstelle Kulturraummanagement macht? Ich glaube, das Kurz ist schwer daran, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ich habe ja das Glück, dass der Burkhard Dewey gerade durch den Vortrag schon so ein bisschen eigentlich die Genese des Kulturraummanagements nachgezeichnet hat, weil tatsächlich das Kulturraummanagement maßgeblich entstanden ist aus diesem ämterübergreifenden Prozess, den wir im vorletzten Jahr durchgeführt haben, wo wir wirklich nochmal diese ganzen Maßnahmen beleuchtet haben. Und eigentlich man immer wieder zu dem Punkt zurückgekommen ist, dass wir gesagt haben, um das wirklich, was da auf dem Tableau lag, umsetzen zu können, braucht man eigentlich eine neue Struktur hier in der Stadt. Eine neue Struktur, die wirklich dieses Thema Kulturraumschutz gebündelt angeht, die vielleicht auch, sage ich mal, verschiedene Ämter, verschiedene Dezernate zusammenführt, um so diese Vorhaben einfach anders voranzubringen. Und darauf aufbauend haben wir dann mit Rückenwind auch des neuen Beigeordneten Stefan Schals Ende 2021 angefangen, diese neue Stabsstelle zu konzipieren, Zahlen zu erheben, was muss sie eigentlich genau können. Wir haben Unterstützung aus der Politik bekommen und haben dann in, finde ich, eigentlich einem relativ kurzen Zeitraum von, ja kann man sagen, gut einem halben Jahr es geschafft, diese Stabsstelle dann auch an den Start zu bringen.
Und jetzt im Prinzip, wenn wir jetzt einen Blick drauf werfen, was kann die Stabsstelle, was soll die Stabsstelle machen? Da haben wir zwei grobe oder zwei große Aufgabenbereiche. Das ist zum einen ein strategischer Bereich und ein operativer Bereich. Operativ sind all die Sachen, die schon jetzt gelaufen sind, also die Atelierverwaltung, die aus dem Kulturamt mit zu uns gekommen ist. Es sind die Bauzuschüsse, die wir vergeben. Neu ist im operativen Bereich tatsächlich, dass wir auch angefangen haben, Anmietungen zu machen. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen hier ist es wahrscheinlich ein Begriff, dass wir fast 5000 Quadratmeter in Niel angemietet haben und jetzt gerade dabei sind, das zu transformieren in ein Atelier- und Proberaumzentrum, was tatsächlich seit langem in der Größenordnung hier in der Stadt, glaube ich, nicht umgesetzt worden ist. Und das ist schon mal, finde ich, ein großer Schritt nach vorne. Strategisch, ich weiß nicht, Sie wissen es wahrscheinlich, wir machen am Freitag, am 3.3. unsere Kickoff-Veranstaltung und da werden wir anfangen, mal ein ganzes Tableau von strategischen Maßnahmen aufzurollen, die sich das Kulturraummanagement auf die Fahnen geschrieben hat. Ich gucke jetzt, dass ich nicht gleich auch zu viel und zu lange rede. Aber da wollen wir wirklich nochmal in diese einzelnen Bereiche reingehen. Wie können wir planungsrechtlich denken? Wie können wir bei Genehmigungsvorhaben denken? Wie können wir aber auch Kulturschaffende beraten, dass sie selbst Vorhaben in die Hand nehmen? Weil ich glaube, es muss im Endeffekt, wenn wir wirklich was verändern wollen, ein Mix sein aus Aktivitäten, die die Stadt macht, die Stadt selber umsetzt, aus Aktivitäten, die die Stadt aber auch, sage ich mal so, als Initialzünderin oder das Kulturraummanagement als Initialzünderin einfach mit ins Rollen bringen kann. Und das sind, glaube ich, viele Dinge, die da jetzt auf unserer To-Do-Liste stehen. Aber ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt, dass wir da auch wirklich was bewegen können, weil wir merken, dass gerade so ein, ja, ich will fast sagen, so Momentum irgendwie herrscht. Wir haben eine gute Stimmung aus der Szene, die das wirklich gutiert, dass es da jetzt eine Stelle gibt. Wir haben aber auch aus der Verwaltung jetzt wirklich positive Signale gefunden. Und ich kann mir vorstellen oder ich wünsche mir einfach, dass wir als Kulturraummanagement da so eine Relaisfunktion jetzt einnehmen, dass wir wirklich zwischen Szene, Politik, Verwaltung auch einfach, ja, wenn ich jetzt bei dem Bild, bei der Spinnerei, so ein Band einfach spinnen, dass wir knüpfen können, dass wir neue Punkte zusammenbringen können. Und da bin ich jetzt einfach gespannt, in welche Richtung wir gehen können und was wir umsetzen können. Ja, und freue mich auf die nächsten Monate und Jahre. Ja, vielen Dank. Das ist vielleicht auch für viele hier, viele die kannten vielleicht diese Stabsstelle noch nicht. Mir war das auch gar nicht so bekannt, dass es sowas jetzt gibt. Was mich noch kurz interessieren würde, es war ja auch die Rede von einem Ämterbeteiligungsverfahren, was noch im Nachgang zu dieser Studie passiert ist. Und das ist ja so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Da würde mich mal interessieren, gibt es eine Ämterzusammenarbeit? Also ich stelle jetzt ein bisschen drauf ab, das ist ja immer unser Klassiker ist, wir haben auch wieder versucht, den Dezernenten des Liegenschaftsamtes hier einzuladen und der wurde wieder höflich abgesagt, das haben wir immer und ich frage mich halt, das ist ja der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Ja, es gibt eine Ämterzusammenarbeit. Es gab, wie Sie ja gerade gesehen haben, eine Ämterzusammenarbeit wirklich, um die Maßnahmen nochmal zu beleuchten, die ja auch in der Studie aufgeführt worden sind. Ich würde aber lügen, wenn ich nicht sagen würde, und das ist natürlich auch ganz klar unser Ziel, dass diese Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden kann. Ne? Also diese Zusammenarbeit in dem Prozess, den wir ja geschildert haben, die war, das muss man auch sagen, finde ich sehr fruchtbar, weil man da tatsächlich auch mal offen geredet hat und auch mal tatsächlich Punkte angesprochen hat, wo es hakt, die auch kontrovers diskutiert worden sind. Aber wir haben uns darauf committed und wir haben, das kann ich auch jetzt schon sagen, neulich einen Termin gehabt, wo wir wirklich nochmal gesagt haben mit den Amtsleitern zusammen, dass wir diesen Austausch weiter ausbauen wollen. Und zu dem Zweck soll tatsächlich jetzt auch eine dauerhafte AK-Kultur innerhalb der Ämter stattfinden. Gut, dann hoffen wir das Beste. Herr Kienitz,
Es gibt ja so einen parteiübergreifenden Ratsbeschluss bezüglich Raum 13, Otto-Langen-Quartier, dass das von der Stadt gekauft werden soll. Ja, ich habe das nicht so verstanden. Ist es tatsächlich so, dass die Stadt Köln, dass der die Eigentümerin ist von... Also es gibt eine Vorkaufssatzung, die wir dann gezogen haben. Also die Satzung hat die Verwaltung entworfen, der Rat hat zugestimmt. Und dann hat die Verwaltung das Vorkaufsrecht gezogen mit Zustimmung der Politik. Und ich würde jetzt auch mal in Anspruch nehmen, auch auf Betreiben der Politik, ja. Sie meinen wahrscheinlich den größeren Teil? Gut, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es da von Seiten der Politik, gibt es da Prinzip die Idee, da auch nochmal sozusagen so einen Beschluss zu fassen, dass dort mehr passiert, weil wir haben ja auch im BDA, wir haben ja auch Gespräche geführt mit der Politik und haben da im Moment nicht das Gefühl, dass da irgendwas vorangeht. Also vielleicht nochmal dann eben für alle, der vordere Teil, in dem Raum 13 hauptsächlich war, gehört der Stadt Köln. Ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drauf eingehen können, da gibt es ja auch gerade in der Tat Probleme, weil das Ganze stockt. Da gab es erst liegenschaftliche Probleme und dann eben jetzt bauordnungsrechtliche Themen, die gelöst werden müssen und wo wir uns auch wünschen, dass das schneller geht. Der viel größere Teil, also die Hallen, die rein, also wir reden ja vorne von der Verwaltung und hinten die Produktionshallen, die eben auch tolle Perspektiven, wir haben das eben gesehen, bieten. Ich glaube, das Flächenverhältnis ist, glaube ich, 1/4 zu 3/4, würde ich mal ungefähr schätzen, auf dem Gelände, gehört ja noch dem Land Nordrhein-Westfalen, NRW Urban. Und da ist ein Vergabeprozess aufgesetzt in Abstimmung mit der Stadt Köln, mit der Verwaltung. Das ist eben ist auch kein Verfahren so klassischer Art, wer bietet am meisten, sondern eben auf Grundlage dessen, was in den letzten Jahren beschlossen wurde. Also wir haben ja Ergebnisse von Werkstattverfahren. Wir haben hier das Ergebnis oder die Ideen, die Raum 13, die beiden mit eingebracht haben und anhand derer eine Vergabe erfolgen soll. Und ja, zur Ehrlichkeit gehört auch, natürlich ist dann von Seiten Land Nordrhein-Westfalen auch der Preis irgendwann, spielt ja auch eine Rolle, aber es geht da auch um ein Konzept. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, liegt aber auch auf dem Teil des Geländes, das wisst ihr im Zweifel besser, auch eine Vorkaufssatzung. Im Zweifel können wir da auch ziehen. Aber solange das Land Nordrhein-Westfalen keinen Verkauf in Gang setzt, geht das halt nicht. Und vielleicht auch nochmal, also grundsätzlich, glaube ich, war es richtig, hier an der Stelle das erstmalig zu ziehen, weil ich denke mal, da kommen wir auch gleich im weiteren Zuge der Diskussion noch drauf. Es gibt ja sehr unterschiedliche Situationen in der Stadt oder wir haben auch andere Beispiele kennengelernt. Da gibt es dann einen privaten Entwickler. Wir haben als schwarz-grünes Bündnis in der letzten Wahlperiode noch beschlossen, den Kulturbaustein Helios anzukaufen, also proaktiv. Das ist ja auch ein Baustein des ganzen des Konzepts, was Herr Dewey vorgestellt hat. Also, dass wir tatsächlich aus dieser etwas abwartenden Haltung als Politik, als Stadtverwaltung rausgekommen sind und auch proaktiv auch Flächen ankaufen. Ja, es ist, hier ist jetzt von Anmietung gerade das Thema auch angesprochen worden. Aber wir müssen eben auch Bereiche absichern. Ja, anderes Beispiel ist in Ehrenfeld, am Güterbahnhof Jack in the Box, jetzt Stadtinsel, haben wir auch gekauft, in Erbpacht vergeben. Also ich glaube, ich nehme an, dass wir da gleich noch zu kommen, weil es natürlich auch Unterschiede macht, ob man selbst Eigentümer ist oder ob man sich auf privatem Gelände bewegt. Wollt ihr da auch noch was zu sagen? Ja, also ich kann ja schon was zu sagen. Also das ist, also wir haben ja über 4 Jahre haben wir Zukunftswerkstätten gemacht im Raum 13 Deutzer Zentralwerk der schönen Künste. Das heißt sozusagen, die Ideen sind ja in einem größeren Prozess entwickelt worden, die für das Otto- und Langenquartier vorgeschlagen werden. Also nicht nur Marx und meine Ideen, sondern wirklich von vielen Leuten entwickelt.
Die Stadt hat damals, als wir dann da die Kündigung bekommen haben, ist ja eine riesige Bewegung in Fluss gekommen und hat über beide Flächen, also über die Fläche vom Land hinten dran und über die Fläche vorne, die damals einem privaten Eigentümer gehört hat, über beide Flächen das außerordentliche Vorkaufsrecht gezogen. Es gibt auch noch die Möglichkeit für die Stadt Köln, die hintere Fläche in der Direktvergabe zu erwerben, wo aber die Stadt deutlich machen müsste, dass sie dort eine Gemeinwohlorientierung, also die Gemeinwohlrendite in den Vordergrund stellt. Das kann einmal sein, dieses kulturelle Erbe, was wir da haben, das kann kulturelle Nutzung sein, das kann soziokulturelle Nutzung sein, das können Gründerinnen und Gründer sein, das kann sozialer Wohnungsbau sein. Also das müsste die Stadt deutlich sichtbar machen, um überhaupt vom Land die Möglichkeit zu haben, diese Direktvergabe hinzubekommen, ne? Was die wesentlich kostengünstigere Variante wäre, also da sprechen wir vielleicht von einem Erwerb von 16 Millionen, währenddessen wir wahrscheinlich bei einer anderen Summe sind, wenn wir dann irgendwann das außerordentliche Vorkaufsrecht ziehen. So, ne? Also das heißt auch, die spätere Entwicklung dort auf dem Gelände ist auch davon abhängig, wie der Kaufpreis jetzt ist. Und was wir damals in den Zukunftswerkstätten entwickelt haben, ist ja, dass die Stadt Köln, was auch in der Kulturentwicklungsplanung steht, also aktiv Flächen kauft und dann auch in Erbbaurecht an verschiedene Initiativen oder auch Entwickler oder auch Investoren Flächen vergibt, sodass man das entwickeln kann. Also unser Ziel als Kulturunternehmen ist das, dass wir einen Teil in Erbbaurecht übernehmen, um so auch mal eine andere Form der Kulturförderung herzustellen. Also das heißt, dass ich als Künstlerin sozusagen den Experimentierraum mir erlauben kann, weil ich gleichzeitig auch Flächenvermietung habe, die eine mittelfristige bis langfristige Einnahmequelle haben. So. Das wäre aber nur ein Teil, den wir uns vorstellen könnten zu entwickeln. Und ansonsten würden wir natürlich sehr gerne in der gesamten Entwicklung als Künstler mit an diesem transdisziplinären Tisch sitzen, der gemeinsam diese Quartierssatzung erstellt und gemeinsam sozusagen diese Entwicklung angeht. War das deutlich? Ja, gern, sicher. Also ich kann, ich stecke jetzt nicht drin in dem Areal, aber... Das Ankauf ist ja nur das eine, das andere sind, glaube ich, dann komplexere Konzepte, wie man das Ganze auch umsetzt und am Laufen hält, ne? Das, weil das eine ist, dass ich was kaufe und es ist eigentlich egal, ob es 16 oder 30 Millionen kostet, der nächste Schritt muss gedacht werden letztendlich, wie geht es da weiter. Und da hat Leipzig tolle Instrumente, gerade über den Städtebau entwickelt, dass sie letztendlich Sanierungsgebiete aufgelegt hat, zum Beispiel in der Spinnerei den städtebaulichen Denkmalschutz. Und dadurch hast du plötzlich das Instrument, dass du eben so etwas wie eine kulturelle Gemeinbedarfseinrichtung schaffen kannst. Das bedeutet letztendlich, dass die Kommune für eine Sanierung oder auch einen Neubau teilweise 30% beibringt, Land und Bund aber nochmal jeweils 30%. Und der kommunale Anteil kann sogar von einem Privaten noch übernommen werden. Also das sind so die Schritte, die es dann weitergeht. Und man müsste da auch viel selbstbewusster auftreten, auch an die Kulturszene, weil ich meine, das ist, glaube ich, seit 50 Jahren jammern die Künstler, sie brauchen günstige Räume. Welche andere Profession kann sich denn das erlauben, die ganze Zeit zu jammern, dass sie günstige Räume brauchen? Aber das finde ich jetzt wirklich, ehrlich gesagt, also ich will es gar nicht, die Künstler machen sich ja, die Künstlerkultur macht sich ja selber klein, die machen sich ja klein. Nein, du nicht. Du nicht, aber letztendlich die Profession ist außerdem. Gleichzeitig ist die Szene unglaublich unsolidarisch. Kennt hier jemand einen reichen Künstler, der sich ein Atelierhaus gönnt für arme, junge Künstler? Ich kenne keinen. Und ich habe wirklich schon recherchiert. Also es ist komplett unsolidarisch, die Szene. Und an solchen Sachen müsste man arbeiten, weil die Diskussion ist ja nicht neu. Und es ist ja auch nicht neu, dass je mehr Kulturangebot da ist, umso attraktiver ist eine Stadt. Es ist halt die Frage, auf welche Kulturförderung konzentriert sich auch die Stadt. Ist es die Hochkultur, wo jedes Theaterticket mit ich weiß gar nicht wie viel 1000 Euro gesponsert wird? Oder ist es auch die freie Szene und eher die ja, performative, aktivistische Kunst, die ich bei dir gesehen habe auch, die ich gut finde. Also ich plädiere da auch ganz stark für eine Haltungsänderung einfach mal. Das kann ich komplett nachvollziehen tatsächlich. Nur darf man ja natürlich auch nicht alles über ein Gleister ziehen. Und natürlich verstehe ich, dass es immer einen zweiten Schritt braucht. Aber in Köln
hakt es ja schon am ersten Schritt. Ne? Und natürlich, es wird ja in den Zukunftswerkstätten, die wir durchgeführt haben, sind ja tatsächlich genau diese Ideen, Erbbaurecht, aber genauso diese Frage, wie kriegen wir das zusammen, dass man über Stiftungen, über Bundesmittel, über EU-Mittel tatsächlich in irgendeiner Form Geld reinbekommt und tatsächlich auch marktwirtschaftlich daran arbeitet, so ein Projekt aufzuziehen, wie du dann tatsächlich in Leipzig mit viel Glück damals, war es garantiert deutlich günstiger als das, was jetzt da in Köln mit der ersten Gasmotorenfabrik der Welt, was die in Köln kostet. Ne? Wenn die NRW Urban dort 54 Millionen aufruft für das Ganze, was sie da hinten wollte oder will, dann ist es schon ein Unterschied, ob man 16 Millionen dafür zahlt. Und das können momentan die Künstler nicht. Das könnte möglicherweise ein Gerhard Richter hier in Köln machen, der auf 500 Millionen Euro geschätzt wird, aber da nicht solidarisch ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber tatsächlich haben wir auf jeden Fall mal mit vielen, vielen Experten ein Konzept entwickelt, an dem man genau das auch finanziert bekommt, wenn man zusammenarbeitet. In dem Fall muss man aber mit der Stadt zusammenarbeiten, weil man das nicht alleine gestemmt bekommt aus der Kunst heraus. Also jetzt ist leider die Brigitte Scholz nicht hier. Ich weiß auch nicht, wer mir diese Frage hier von den Podiumsgästen beantworten kann. Ja, vielleicht noch einen Satz. Es gibt eine einigermaßen funktionierende Kunstmesse in Deutschland und das ist die in Köln. Und die ist, glaube ich, jetzt hatte die gerade mal wieder... Also es gibt eine einigermaßen funktionierende Kunstmesse in Deutschland, das ist die Kunstmesse Köln. Und hier ist eine hohe Sammlungsdichte, deswegen Sammlerdichte, deswegen gibt es die auch. Ich rede jetzt vor allem natürlich über die bildende Kunst. Und ich habe zum Beispiel gehört, dass die letzte Ausgabe der Kunstmesse Köln, der Art Cologne, dass da die Galerien extrem gesponsert wurden, damit sie hierher kommen konnten. Also da wurden praktisch 2/3 der Kosten der Galerien, auch der großen fetten Galerien, wurden übernommen, damit die hier aufschlagen. Also das sind ja dann plötzlich Mittel da für sowas. Ne? Und gleichzeitig muss man sich, glaube ich, auch mal irgendwie, muss man vielleicht ein bisschen mit stolz geschwellter Brust dastehen und sagen, wir haben die einzige funktionierende deutsche Kunstmesse bei uns. Und sollte an solchen Sachen so ein bisschen anhaken. Also wie Hamburg damals, wie das Gängeviertel en vogue war und wie das Frappant geschlossen wurde, da hat der Baubürgermeister zu Netten von Leipzig, hat alle Hamburger Künstler eingeladen, nach Leipzig zu kommen und Hamburg zu verlassen. 2 sind gekommen. Ist lustig, ne? Und zwar, weil man in Hamburg einfach bessere Jobs kriegt, wo man als Künstler nebenbei ein bisschen Geld verdienen kann letztendlich. Also es gibt sehr viel... Sehr diverse Ansätze, wo man ran kann an die ganze Sache. Ja, ich frage mich halt, ob man, also es gibt ja verschiedene Instrumente, wie man sowas dann auch befördern kann. Und jetzt wäre zum Beispiel diese Gemeinbedarfsbindung, so wie ich das verstanden habe, gibt es das nur in Leipzig oder ist das von der Stadt? Also die Frage ist, in Köln gab es ja, glaube ich, im Rahmen der Studie auch die Idee, so eine Art Erweiterung dieses kooperativen Baulandmodells, also dass man sozusagen eine Investorenverpflichtung auch für sozusagen kulturelle Nutzung schafft. Da wäre die Frage, wieso, also es gibt ja noch so viele Instrumente, wieso könnte man so ein Instrument in Köln nicht schaffen? Also das wäre ja eine Frage an die Verwaltung jetzt in dem Fall. Ich weiß nicht, ob ganz... Kannst du was dazu sagen? Oder? Ja, also es gibt ja ganz gut, ja, genau. Nee, also es gibt da ein sehr gutes Beispiel halt tatsächlich in Mannheim. Da ist es tatsächlich eine Stelle direkt am Oberbürgermeisterbüro angesiedelt. Da ist es tatsächlich auch so, wenn jemand dort Gewerbe entwickeln möchte, hat er genauso wie hier 30% sozialen Wohnungsbau, wird er dazu verpflichtet, sozusagen 30% Kreativ- und Kulturräume zu schaffen. Es gibt andere Städte, die sozusagen über ihre Kulturräume, und das war damals auch angedacht bei dem Beschluss 2018, dass ein Kulturkataster erstellt wird, das über die bestehenden Kulturräume, so wie so ein weißer Friedenskringel drumherum ist, dass wenn das verkauft wird oder woanders hingeht, dass auf jeden Fall die kulturelle Nutzung da gesichert ist. Und das ist ja ein Riesenproblem in Köln, dass wir wirklich ganze in Ehrenfeld die geilsten Clubs einfach schließen. Also, das ist ja hier wirklich in Köln schwierig. Aber das schwierig. Gibt es jetzt, ne? Das Clubkataster. Ja gut, aber das muss ja aber auch Folgen haben. Selbst wenn es ein Kataster gibt, muss das ja die Folge haben, dass man sagt, überall da, wo ein Theater ist, wo ein Ausstellungsraum ist, wo ein Kulturraum ist, sichern wir den, egal was ist. Ja.
Weil der ist ja die Verwaltung. Also ich wollte jetzt gerade nochmal auf Herrn Schulze antworten. Also ich möchte jetzt mal ein bisschen werben dafür, dass wir in den letzten Jahren auch ein Mindset in der Politik und somit dann auch in der Verwaltung verändert haben und einen Prozess angestoßen haben. Wir haben einen Clubkataster aufgesetzt, ja, kann man auch sagen, zu spät, weil natürlich war irgendwie Ehrenfeld angesagt, Papierfabrik und die ganzen Sachen, die sind weg. Wir haben aber einen Clubkataster jetzt aufgesetzt. Ich habe damals dann die Geschichte gehört, Gebäude 9, da wusste der Investor überhaupt nicht, was da drin war, bis man dann mal irgendwie, so, ja, also es ist also das haben wir geändert. Ich finde schon, dass wir einen großen Schritt gegangen sind, indem wir gesagt haben, wir machen eine proaktive Liegenschaftspolitik. Baustein Helios-Gelände soll angekauft werden. Ganz ehrlich, dauert mir auch zu lang. Das Liegenschaftsamt kommt da nicht aus dem Quark, weil die sich kloppen um irgendwelche Bewertungsgeschichten. Wir haben das Vorkaufsrecht gezogen bei der Verwaltung eben der Deutz AG. Und ich glaube, dass wir, da komme ich nochmal an den Anfang zurück, eben das Mindset insgesamt geändert haben mit der Stabsstelle. Ich erlebe Stefan Charles als Kulturdezernenten auch als jemanden, der das im Blick hat. Und ich kann ja auch nur für die Stadtentwicklung mal sprechen. Und da spulen wir dann mal ganz weit zurück. Es sind ja, das ist ja eben das Verdienst auch von der anfänglichen Zwischennutzung, und ich glaube, darüber müssen wir auch nochmal diskutieren, dass bestimmte Quartiere überhaupt in den Fokus der Öffentlichkeit zurückgeholt wurden oder gehalten wurden. Das ist euer Thema gewesen, insbesondere euer Thema bei den Deutz-Quartieren oder beim Otto- und Lang-Quartier. Das war aber eben auch in anderen Bereichen so, die erstmal irgendwo ja, nicht mehr genutzt wurden, eben ist das Wort genannt worden, brachgefallen sind. Die sind dann teilweise wirklich sprichwörtlich brachgefallen, weil da teilweise schon die Gebäude abgeräumt wurden. Und diese Zwischenräume wurden ja auch zwischengenutzt. Und die Frage ist natürlich, die Diskussion haben wir auch in Ehrenfeld drauf und runter geführt, mache ich darüber eine Glocke oder ist sozusagen das nicht insgesamt in einer Stadt ein dynamischer Prozess, dass sich natürlich auch durch die Veränderungen, durch den Nachfragedruck, was Wohnraum betrifft, was Schulbau betrifft, Kita, Pflegeeinrichtungen und so weiter, ist das nicht insgesamt ein dynamischer Prozess, der vielleicht auch mal am Stadtrand irgendwann stattfindet und so weiter. Also ich finde auch, man muss, ja, wir packen bei den Beispielen, die wir nennen, packen wir natürlich das Ganze jetzt auch schön ein. Also ich will das nicht abwerten, aber diese Räume leben ja auch davon, dass sie irgendwann mal vergessen wurden und wiederentdeckt wurden, dass da Geschichten drüber geschrieben wurden und dass Kunst und Kultur diese Räume wiederentdeckt hat. Also das ist natürlich schon auch ein dynamischer Prozess, den wir jetzt an bestimmten Stellen sozusagen konservieren. Also ich meine, die Entwicklung Otto- und Langquartier wird so dynamisch sein, dass das noch die nächsten 20 Jahre, dass da was stattfindet. Aber ich möchte auch dafür werben, dass man auch den Fokus in andere Bereiche nimmt. Zwischenstück zwischen Neu-Ehrenfeld und Nippes, alte Schlachthofgelände, ist auch irgendwie ein bisschen vergessen worden. Ich glaube, hier steht es. Das Wandelwerk hat das auch nochmal in Fokus genommen, hier auf dem Titelblatt. Also es gibt überall immer mal wieder in der Stadt Räume, die in ihrer Nutzung wegfallen, die teilweise leer stehen, minder genutzt sind und wo sich Dinge entwickeln können. Also dafür möchte ich auch werben. Bei allem dafür halten, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht Kunst, Kultur verdrängen. Da bin ich ja sofort dabei. Nicht beim Verdrängen, sondern beim Erhalten. Herr Thiele. Ich wollte gerade noch mal ergänzen, weil es wurde ja die Analogie aufgemacht zum kooperativen Baulandmodell. Ich würde mich gar nicht darauf festlegen, ob das jetzt die richtige Methode ist. Ich glaube, es gibt eine ganze Vielzahl an Mitteln, die man denken kann. Aber ich glaube, das Problem, was wir hier gerade haben, liegt noch viel früher. Wir haben gar nicht die Strukturen, um wirklich, sage ich mal, Ausszene, Verwaltung, also wir haben gar nicht die Kommunikationsstrukturen, um diese Vorhaben irgendwie gemeinschaftlich umzusetzen. Und das ist, was ich gerade vielleicht so ein bisschen blumig als Momentum umschrieben habe. Aber ich glaube, jetzt ist ja gerade der Moment, dass man sagen kann, okay, und das ist auch, was wir als Kulturraummanagement versuchen, vielleicht kriegen wir es ja schon hin,
irgendwie mal eine andere Form des Zusammenarbeitens aufzusetzen. Und da kann man sich dann, glaube ich, an dieser Stelle überlegen, ob wir weiter, sagen wir mal, so ein bisschen scherzhaft aufeinander zeigen wollen und die Verwaltung, hahaha, und hier, oder ob wir einfach sagen, okay, wir probieren jetzt mal so eine Art Reset, wir probieren jetzt mal einen Neustart und versuchen, und das ist auch so ein bisschen das, was wir uns als Funktion geben, als Übersetzer zu arbeiten, ein Bindeglied wirklich darzustellen und dann auf Augenhöhe zu arbeiten. Und das wird aber dann, glaube ich, schlussendlich heißen, dass wir alle nochmal einen Schritt zurückgehen müssen und aufeinander zu bestimmte Kompromisse machen werden müssen. Und ich glaube, und das ist, sagen wir mal, noch mit ganz viel Enthusiasmus, und ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so, die Möglichkeit, die wir jetzt haben. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man einmal diese Kruste durchbrochen hat und auch mal geschafft hat, wirklich ein modellhaftes Beispiel auch hier in Köln zu schaffen, dann werden wir sehen, dass das auch funktionieren kann. Ja, ich würde gerne die Diskussion eröffnen und das Publikum gerne auch befragen, weil ich vermute, es gibt eine Menge Fragen auch hier an unsere Podiumsgäste von ihrer Seite. Also bitte melden, wer Fragen hat. Wir haben da hinten auch ein Mikro. Andrea Schmitz, wir haben uns vor ein paar Jahren in Leipzig gesehen, dazwischen kam Corona. Ich finde das klasse und ich glaube, wir sind da sehr nah beieinander. Ich bin da voll bei Ihnen. Es muss in der Kultur auch mehr Eigeninitiative sein. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es auch die andere Seite geben muss. Man muss sich klar machen, ich versuche das auch hier in Köln immer wieder Künstlern in Projekten klar zu machen, denk auch mal wirtschaftlich drüber nach. Es gibt hier viel unabhängig. Ich meine, das ist gar nicht böse. Wir leben in einer Kultur, die sehr stark über lange Zeit davon bestimmt war, dass öffentliche Förderung in die Projekte floss und nicht richtig drüber nachgedacht werden, kann man es auch anders finanzieren, kann man es auch anders teilfinanzieren. Es geht ja nicht immer darum, gleich ganz oder gar nichts. Toll, wenn das geht. Denn was es gibt in der Kultur, ist Unabhängigkeit und Sicherheit. Ich finde, wenn man die Modelle jetzt mal heranzieht, dann ist hier in Köln, ich bin vor vielen Jahren auch im Rahmen eben meines Besuchs in Leipzig durch die deutschen Städte marschiert und habe mir angeguckt, welche Strukturen gibt es denn da. Und da war die Antwort, als ich nach Köln kam, zurück, es gibt in Köln keine. Punkt. Das muss man sagen, das ändert sich jetzt. Und das ist eben ein ganz zentraler Teil. Denn ich glaube nicht, dass man sagt, dass es wirklich transportabel ist, die Modelle. Die Modelle sind überall unterschiedlich, weil sie müssen eben zu einer Stadt und der Kultur passen. Und das Einzige, was sich durchzieht bei all diesen Modellen, ist, dass sie gemeinschaftlich sind. Dass alle Parteien gemeinsam hinziehen. Die erfolgreichen Modelle haben das geschafft. Meistens gibt es Strukturen, die irgendwo in der Mitte liegen und das ist, und die sind ein bisschen vom Charakter dann der Stadt abhängig. Und ich denke, wenn wir das hinkriegen hier, dann werden wir einen immensen Schritt weiter. Aber ich mache das jetzt fast 20 Jahre hier in Köln. Das ist ein langsamer Prozess. Ich würde gerne Herrn Schulze bitten, mal nach Köln zu kommen und die Stadt aufzuwecken. Ich sage nur ein Beispiel. Wenn es eine schöne Fabrik gibt, komme ich ja sofort. Ich sage nur ein Beispiel. Also zum Beispiel die Elmühle, ne, in Deutz, ne, die steht seit 1970 leer. Gibt es das in einer anderen Stadt, dass jemand so... Das gibt es sogar in München teilweise an manchen Orten. Das ist verrückt. Und die Oper dauert 12 Jahre. Und das Römisch-Germanische Museum wurde 2017 geschlossen. Bis jetzt ist gar nichts passiert, ne? Was ist denn los in der Stadt? Die sind alle am Pennen. Sie können die Stadt mal aufwecken, da bin ich sicher. Ich glaube, man braucht in einer Stadt dann auch bestimmte Probleme. Wenn es einer Stadt so gut geht, wird nicht über genug Instrumente nachgedacht. Zum Beispiel, ich glaube, Leipzig war ja eine ganz stark shrinking City. Also die haben richtig Einwohner verloren ohne Ende. Und da gab es mit Carsten Gerkens einfach einen Amtsleiter für das Stadtsanierungsamt, der war einfach innovativ und hatte auch natürlich einen guten Draht zum Land Sachsen aufgebaut. Und diese sogenannten Sanierungsgebiete, das ist ja
ein städtebauliches Mittel. Das kann ja, die Stadt ruft das ja ins Leben letztendlich. Die Stadt sucht sich was aus. Die Stadt hat übrigens die Bauleitplanungshoheit. Das darf man nicht vergessen. Die wird immer wegdelegiert inzwischen an die Investoren. Und dann werden die Investoren sind dann die bösen Jungs, weil es gibt kaum noch einen qualifizierten Bebauungsplan in keiner großen Stadt, der nicht letztendlich initiiert ist von einem privaten Investor. Und nicht von der Stadt eben, sondern die Stadt begleitet das dann, lässt sich das bezahlen, verschleppt die Projekte auch teilweise unglaublich, weil eben, und da komme ich nochmal auf die Verwaltung kriegt immer Dresche und Prügel, wenn sie auf so einem Podium sitzt, das bleibt gar nicht aus, das geht gar nicht anders. Ich will das aber gar nicht tun, aber ich merke zum Beispiel bei einer Entwicklung in Nürnberg, da blockiert ein Amt in sich eine Entwicklung von 8 Hektar. Und zwar das Umweltamt. Da ist dann, einmal geht es um die Altlasten, das andere Mal geht es um die Zauneidechse, die so selten ist, dass sie überall vorkommt in Nürnberg. Und die Bäume und so weiter. Also man kommt sozusagen amtsintern schon einfach nicht mehr weiter. Und die Politik hat nicht die Kraft, das dann mal durchzuschlagen. Und der Beigeordnete sagt, du, wenn ich der sage, sie soll schneller machen, dann ist sie morgen krank. Und dann habe ich gar niemanden mehr, der das bearbeitet. So schaut es eben auch tatsächlich aus in den Strukturen teilweise. Aber ich glaube, dass eine Notlage groß genug sein muss, dass man eben über bestimmte Modelle nachguckt und nachdenkt und die dann auch zur Anwendung bringt. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass in Nürnberg gibt es dieses Stadtsanierungsamt gar nicht. Das ist gar nicht vorhanden. Das, was praktisch in Leipzig eigentlich der größte Kulturförderer ist und diese Sanierungsgebiete auflegt und definiert, das ist in Nürnberg gar nicht vorhanden. Das ist ganz erstaunlich. Und es ist kein ostdeutsches Phänomen, sondern Sanierungsgebiete gibt es durchaus auch in westdeutschen Städten. Also ich finde ganz ehrlich gesagt, dass es der Kunst und der Kultur in Köln jetzt gar nicht so gut geht. Also wenn man hier mal schaut, wie man mit den Kulturbauten umgeht, also dass sozusagen fast jedes Museum, jede Kultureinrichtung in einem Interim drin ist und wir auch schon seit Jahren darüber sprechen, auch in Köln, dass wir versuchen, eine alternative Stadtentwicklungsgesellschaft zu gründen, also eine urbane Stadt, die nämlich genau dafür zuständig ist, sozusagen solche neuen Stadtentwicklungsprojekte tatsächlich auch zu realisieren. Wir haben eine eigene Stadtentwicklungsgesellschaft, das ist die moderne Stadt, aber die hat ganz klar einen kommerziellen Auftrag und die kann das auch nicht. Es bräuchte meines Erachtens, was ist, Niklas, wolltest du was sagen? Ja, sag doch mal was dazu. Na, weil ich glaube, das würde wirklich, sage ich mal, Dinge auch nach vorne bringen. Also wir drei haben ja schon oft über das Wort gemeinwohlorientiert diskutiert, aber ich glaube, die Gesellschaft von Herrn Schulze ist auch, sag ich mal, gewinnorientiert und renditeorientiert. Und das ist auch nichts Böses, weil sie werden mit ihren Gewinnen, nehme ich mal an, die kulturellen Nutzungen teilweise quersubventionieren, bei den bekannteren Künstlern wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, man muss sich ein bisschen davon freimachen. Also ich glaube, dass Politik und Verwaltung bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen. Aber man muss sich ein bisschen davon freimachen, zu denken, das gibt es jetzt irgendwie für Nulltarif oder so. Weil, nee, habt ihr auch nie gesagt. Aber es gibt Tendenzen, das weiß ich, weil wir schon oft darüber diskutiert haben. Aber es gibt eben Tendenzen, so habe ich sie eben auch verstanden, die sagen, okay, dann her damit. Und es ist so eine Mentalität, die eben nicht funktioniert. Es funktioniert dann, wenn es ein gemischtes Quartier ist, was in sich gut funktioniert und was eben, also ich meine, in solchen Lagen müssen wir doch gar nicht drüber reden. Da reden wir über Top-Mieten im Gewerbebereich. Die Start-ups bei Ihnen werden wahrscheinlich dann schon auch 20, 25 Euro, ich kenne die Gewerbemieten jetzt nicht oder 18 Euro in Leipzig bezahlen. Gut, dann wäre das in Köln so. Und die subventionieren natürlich dann quer mit der Rendite, mit dem Ertrag, die anderen Mieten. Und nur so kann das funktionieren. Also deswegen auch die Frage nach dem kooperativen Baulandmodell. Irgendeiner muss es dann bezahlen. Und wir verlangen gerade von den Investoren eben das Thema geförderten Wohnungsbau. Wir verlangen von den Investoren Grünflächen und so weiter. Also das funktioniert irgendwann nicht mehr. Dann mache ich eben lieber, wir haben die ganze Zeit nur vorhabenbezogene Bebauungspläne, weil wir nicht hinterherkommen in der Stadtplanung, ist auch so.
Aber dann bin ich lieber selbstbewusster Hoheitsträger eben der Bauleitplanung. Dann regle ich das lieber darüber. Ich regle das dann über einen städtebaulichen Vertrag. Oder was wir im Deutzer Hafen gemacht haben, ich glaube, das ist eine der wenigen Maßnahmen in Deutschland, eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die Stadt bzw. den Entwicklungsträger, in dem Fall ist auch egal, also grob ist es die moderne Stadt, aber in die Lage versetzt, da Baurecht zu schaffen. Und letztendlich reden wir da über, also keine entschädigungslose Enteignung, aber es ist ein starker Eingriff in das Eigentum fremder Leute. So, also die restlichen Eigentümer, die im Deutzer Hafen sind. Warum? Weil es übergeordnete Ziele gibt, die sich dem unterzuordnen haben. Das hat natürlich auch strenge Voraussetzungen, die sind aber hier gegeben. Dann streitet man sich vor Gericht, dann wird das geklärt. Aber die Instrumente nutzen wir. Vielleicht reden wir nicht oft genug drüber, aber die werden schon auch angewandt. Die finden schon auch Anwendung, diese Dinge. Gab es noch eine Frage? Ja, Jan Pihowiak vom Köln Leben und Gestalten e.V. beziehungsweise Wandelwerk. Danke fürs schöne Titelfoto, das zu benutzen. Ich hätte eine Frage, die sich auch nochmal auf die verschiedenen Quartiere eben in Köln bezieht, eigentlich anschließend eben an das, was Anja Kolaschek gerade eben auch schon gesagt hatte. Herr Thelen, Sie haben jetzt eine neue Stabsstelle, das dreht sich ums Thema Kunst und Räume. Wir haben immer ja ganz große Herausforderungen in Köln, was Liebe-Quartier haben wir eben gehört, Hallenkalk, Otto- und Langen-Quartier, es sind ja verschiedene Projekte. Und da wäre meine Frage, ist die Stabsstelle, ist das Kulturraummanagement das richtige Instrument aus Ihrer Sicht, was diese großen Fragen angehen kann von der Quartiersentwicklung, wo es um Baupläne, um Stadtentwicklung, um Zukunftsfragen, um Wirtschaftsfragen geht, oder braucht es eben nicht nochmal dort eine andere Instanz, die eigentlich vielleicht dann nicht im Kulturamt aufgehängt ist, sondern irgendwie vielleicht bei der Oberbürgermeisterin oder so, weil es eben um die Zukunft der gesamten Stadt geht. Und dann, will nicht despektierlich sein, aber nicht nur um Kulturräume, sondern eben um die Frage, wie gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung funktionieren kann. Das ist auch überhaupt nicht der Anspruch des Kulturraummanagements, jetzt irgendwie die Federführung zur Entwicklung großer Stadtentwicklungsgebiete zu haben. Ne? Also wenn ich jetzt mal beispielsweise diese von dir gerade genannten Gebiete anspreche, dann haben wir natürlich nicht die Federführung da, sondern dann geht es da in den Beispielen darum, dass wir die Belange der Kultur vertreten in diesen ganzen Sachen. Und da gegebenenfalls, sage ich auch mal, als Bündelung oder Bündelehr von kulturellen Bedarfen einfach auftreten können. Dass wir da irgendwie eine größere strategische übergeordnete Rolle übernehmen, das war auch nie so angedacht. Und das können wir auch gar nicht. Und das ist sicherlich eine Fragestellung, die man mal auf einer anderen Makroebene diskutieren kann, ob das nicht sinnvoll wäre, sage ich mal, auch diese groben Prozesse zu bündeln. Ne? Aber das ist tatsächlich nicht unser Anspruch und können wir auch logischerweise gar nicht leisten. Würden Sie aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, dass es gut wäre, so eine dezernatsübergreifende Geschichte zu machen, wenn Sie in Ihre Arbeit gekommen waren, dezernatsübergreifend zu arbeiten? Das ist definitiv gut. Das ist ja der Hauptansatz, den wir versuchen zu implementieren, ne? Weil wir sagen, es macht eigentlich keinen Sinn, dauerhaft weiter in dieser Säulen, in dieser Dezernatslogik nacheinander Prozesse zu bearbeiten, sondern dass wir ja eben versuchen, und das ist ja auch in Teilen in der Verwaltungsreform angestrebt worden, dass man wirklich dieses vorhabenbezogene Arbeiten probiert. Und das hat auch jetzt schon angefangen. Also tatsächlich der Statusbericht, der damals noch im Kulturamt gelaufen ist, das war ja ein Beispiel für so ein vorhabenbezogenes, ämterübergreifendes Arbeiten. Und ich bin da ein Riesenfan von, weil ich merke auf einmal, dass man wirklich Sachen bewegen kann. Und ich merke auch, und das haben wir jetzt auch in anderen Bereichen gesehen, dass es oft auch teilweise einfach kommunikative Probleme sind, dass einfach eine Lösung teilweise ganz nahe liegt und auch ganz schnell getroffen werden kann, wenn man sich auf einmal zusammengesetzt hat und merkt, aha, darum geht es eigentlich tatsächlich. Und dann ist es, ich will jetzt nicht sagen, es war alles ein großes Missverständnis, aber oft ist es das dann doch. Und da kann man, glaube ich, durch so eine Form des Zusammenarbeitens wirklich eine Beschleunigung einfach hervorrufen. Ja, guten Tag, Boris Sieverts, mein Name. Ich habe zwei Fragen. Also zum einen interessiert mich
an dem Leipziger Projekt, wie es konkret finanziert wird. Also gibt es zum Beispiel die Querfinanzierung, was Sie ja vermutet haben, Herr Kienitz, und in welcher Range bewegen sich die Mieten? Das fände ich wirklich interessant. Können Sie das sagen? Ja, es ist eigentlich, man muss, ökonomisch ist es echt ein Trauerspiel. Die Spinnerei ist echt Insel der Seligen, weil der Leipziger Markt hat sich extrem entwickelt. Mittlerweile, also ich sag mal, Gewerbemieten, hohe Gewerbemieten liegen so bei 16 Euro auf dem Quadratmeter in Leipzig, und das ist schon eher im Neubaubereich. Unsere Durchschnittsmiete in der Spinnerei ist ungefähr 6,50 Euro über alles. Und ich sage Ihnen aber auch warum, weil man Wert nicht nur in Euro und Cent messen darf. Und wenn man bestimmte Inhalte haben will, dann muss man denen auch den Raum dafür geben. Wenn ich natürlich nur zu Höchstpreisen vermiete und wenn die Miete irgendwo, der Mietmarkt sich ein bisschen verändert und ich mir dann einfach denke, ha, da kommt jetzt ein Rechtsanwalt und der bezahlt mir die doppelte Miete, dann ist es der falsche Ansatz. Und außerdem, ich bin ja auch gefangen in diesem Modell. Wenn du mit einer Liegenschaft eine gewisse Publizität erreichst, also alle großen Zeitungen haben über die Spinnerei geschrieben oder Radiosender darüber referiert, der Guardian hat uns dreimal hintereinander mehr oder weniger als einzige lohnenswerte deutsche Destination Anfang des Jahres benannt. Du kannst ja gar nicht mehr raus aus den Inhalten, in denen du da steckst, willst du auch letztendlich gar nicht. Und man muss auch sagen, die Spinnerei ist ein absoluter Sonderfall. Ich habe über die Spinnerei war ich weltweit unterwegs auf Symposien und Kongressen und habe ganz viele Fabriken sehen dürfen, wo man kurz davor stand, eventuell kulturelle Modelle auf die umzusetzen und umzulegen. Und ich habe nie wieder eine Fabrik gesehen, die so eine gute Bausubstanz hatte wie die Spinnerei. Also letztendlich zehren wir dort wirklich aus der Vergangenheit. Und das, was wir investieren mussten, auch um neue Ateliers zu schaffen, das waren 300-400 Euro auf dem Quadratmeter. Ne? Und da kann ich mich, also unsere Künstler zahlen, unsere jungen Künstler zahlen 3,50 Euro kalt auf dem Quadratmeter. Und das ist nach wie vor so. Jetzt tun wir mal ein Gebäude substanziell sanieren und da kommt mit To Be Ahead ein Unternehmen rein, das ist ein Zukunftsforschungsinstitut, was aber schon lange in der Spinnerei ist. Die werden jetzt auch mal 12 Euro zahlen, aber da hat man wirklich eine substanzielle Sanierung. Ich weigere mich aber trotzdem über dieses Thema, also wir machen keine Quersubventionierung, obwohl es ein beliebtes Modell ist. Es findet aber keine Berechnung statt, wo ich sage, der Callcenter, den wir zum Beispiel auch haben aus einer frühen Zeit und der uns erhalten geblieben ist, der muss jetzt zum Beispiel 15 Euro bezahlen, damit der Künstler weiterhin 3 Euro bezahlt. Also diese Rechnung findet nicht statt, sondern wir schauen auf jeden Fall, dass wir da im schwarzen Bereich sind mit der Spinnerei. Das Ding ist heute wahrscheinlich, oder jetzt nicht mehr, aber vor gut einem Jahr ist die Spinnerei wahrscheinlich 100 Millionen wert. Aber was bedeutet das? Das bedeutet auch, schmeiß alle Künstler raus und mach da denkmalgeschützte Eigentumswohnungen draus letztendlich. Und dann, man muss ja nicht der Reichste auf dem Friedhof sein, weißt du? Das ist ich hatte noch eine zweite Frage. Vielen Dank für diese großartige Antwort. Also was ich ganz toll finde, ist zum einen die Prozesshaftigkeit der Entwicklung, dass Sie gesagt haben, wir fangen schon mal mit einem Gebäude an und dann sukzessive belegen wir auch die anderen und gucken auch, wie sich die Dinge in der Zwischenzeit entwickeln, also wie sich der Markt entwickelt, wie sich die Bedürfnisse entwickeln und lernen natürlich auch dabei selber, was uns noch fehlt auf dem Gelände. Was ich zu bedenken geben will, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass das Otto- und Lang-Quartier ein reines Atelier, dass da nur Künstler drauf sind. Das fände ich auch ganz schrecklich. Also Spinnerei ist ein Fall für sich, weil es auch wirklich so ein, die liegt ja auch in einem Industriegebiet, also es ist ja kein Stadtquartier drumherum. Das war schon immer ein reines Gewerbeding und also ich finde das okay, die Spinnerei, so wie sie ist. Aber ich glaube, dieses reine, also oder fast reine Künstlerding, das kann natürlich nicht das Modell sein für Quartiersentwicklung durch Kultur. Aber die Kultur ist sozusagen immer der Pfand dafür, dass eine Entwicklung inhaltlich bleibt und nicht primär Rendite, also Geldrendite orientiert wird. Das ist, glaube ich, in dem Sinne müssen wir die Kultur denken an diesen Orten. Ich bin fertig.
Wobei wir stark durchmischt sind in der Spinnerei. Es ist halt nur das, also wir haben sehr viele andere Nutzungen, natürlich auch, was weiß ich, der Weinhändler, der Gitarrenbauer, der Buchbinder, also vieles, was anknüpft an der künstlerischen Szene, aber eben auch zum Beispiel den Callcenter. Nur diese Nutzungen, die scheinen nicht nach außen. Und das ist eigentlich die große Chance der Kunst und Kultur, dass, also wenn ich eine gute Ausstellung hinlege, dann kriege ich mehr mediale Aufmerksamkeit, als wenn ich 20.000 Quadratmeter an Siemens vermiete, mal ehrlich. Und das muss man sich ein bisschen zunutze machen für seine Entwicklungen. Und das ist auch ein Payback für eine Stadt und eine Liegenschaft, die dort stattfindet. Ist nur immer ganz schwierig zu messen. Also wir haben mal versucht, in die Spinnerei sind ja ein paar Fördermittel geflossen, so ist es ja nicht, habe ich ja gerade erwähnt. Dafür hat man sich ja auch teilweise zu Mieten von 1,50 Euro für 15 Jahre verpflichtet, so ungefähr. Aber einfach mal zu messen, wie viele Leute kommen vor allem wegen der Spinnerei nach Leipzig, übernachten in Leipzig, gehen in die Museen, wo sie was bezahlen müssen, fahren mit dem Taxi, gehen essen und so weiter. Also da kommt Gewerbesteuer rein. Gewerbesteuer ist eine Steuerart, die unmittelbar der Kommune zu Nutzen kommt. Und da hat man eigentlich mal schnell über die Besucherzahlen festgestellt, wenn man das nur mal so ganz grob gerechnet hat, dass da in 5 Jahren waren alle Fördermittel längst zurückbezahlt über diese Gewerbesteuer letztendlich. Aber das sind Modelle, die eben schwer zu messen sind und auch schwer nachzuweisen sind. Aber das wären auch Ansätze, wie man Finanzierungen im Kulturbereich argumentiert. Und natürlich dürfen Sie keine Monokultur irgendwo ansiedeln, auch in den Otto-Werken nicht, sondern da gibt es, Sport ist eigentlich die neue Kultur letztendlich. Man muss da mit ganz anderen Nutzungen reingehen teilweise und das auch vermengen damit. Das ist ja auch introvertiert am Ende, wenn Sie da ein reines Ateliergebäude haben. Und dann spielen die miteinander, sind einsam und die Stadtentwicklung hat auch nichts davon. Und Ihnen wollte ich zustimmen, dass letztendlich Transformation ist eigentlich das Spannendste, was eine Stadtentwicklung überhaupt erleben kann. Insofern Prozesse, die sich ständig verändern und dass am Anfang diese Nutzung da ist und später jene Nutzung, ist eine wunderbare Sache. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Gerd Kaspar. Ich bin im Hauptberuf Unternehmer in der Kreativwirtschaft und die Restfreizeit verbringe ich im Kulturausschuss dieser Stadt und gehöre einer der drei Fraktionen an, die diese Aktuelle Stunde, die ihr eben angesprochen habt, initiiert haben. Wir haben das getan, weil wir festgestellt haben, dass seit Ankauf des von euch genutzten oder ehemals genutzten Teils der Liegenschaften genau nichts passiert ist, ein Jahr lang. Und da jetzt alle Fenster verrammelt sind, alle Glasscheiben eingeschlagen und das eben gerade, weil die Stadt gesagt hat, wir kaufen das, ein Jahr her. Nichts ist passiert, außer dass alles kaputt gegangen ist und ihr seit der Zeit an der Stelle eben nicht weitergekommen seid. Und das Schlimmste, und da ist uns, glaube ich, allen jetzt auf der politischen Seite der Atem gestockt in dieser Sitzung, als dann jemand aus der Verwaltung, das war nicht Sie, Herr Thiele, Sie Teil der Lösung, wie Stefan Schalt auch sagte, der sprach von Raum 13 als der Gegenseite. Also an der Stelle war es plötzlich ganz, ganz, ganz still im Ausschuss, weil das natürlich eine Herangehensweise ist, die vollkommen klar macht, dass da was nicht funktionieren kann. Das ist mehr als nur ein bisschen Kommunikation, die nicht funktioniert. Da ist Denken, was nicht funktioniert. An der Stelle muss ganz gewaltig gearbeitet werden und sehr schnell gearbeitet werden, denn sonst reden wir über eine Ruine im Otto- und Langenquartier und da reden wir über ganz anderes Geld und wahrscheinlich über ganz andere Nutzungen. Also da ist wirklich mein Appell an die Verwaltung ganz gezielt, diese Einstellung zu dem Thema zu ändern. Vielleicht ganz konkret nochmal nachgefragt, es geht da um sowas Komisches wie eine ganz niederschwellige Baugenehmigung, wie der Kollege sagte. Vielleicht, das ist jetzt ein paar Wochen her, vielleicht könnt ihr an der Stelle mal erzählen, ob es da schon ein Schrittchen weitergegangen ist. Vielen Dank. Also ich kann dazu sagen, dass wir im Moment mit, vor allem mit Benjamin, eben Austausch sind und dass wir da, sage ich mal, glaube ich, in der nächsten Zeit eine Lösung finden werden. Hoffe ich doch, das ist tatsächlich so mit dieser Gegenseite muss man tatsächlich so sagen, das letzte Jahr Verhandlung haben wir uns auch so gefühlt. Also es gab Protokolle von
Verwaltungsseite, in die ist niemals irgendwas eingeflossen, was wir gesagt haben oder was wir eingebracht haben, was wir als Arbeitspapiere, als Pläne und so weiter eingebracht haben. Es gab keinerlei sozusagen da, das war eine Einbahnstraße, irgendwie unsere Sachen sind in ein schwarzes Loch gefallen und die andere Richtung war das, was wir alles tun sollen. Weiter will ich mich da gar nicht dazu, ehrlich gesagt, weiter äußern, weil wir damit jetzt in einem Prozess sind und Benjamin sagt sehr richtig, wir sollen da bei Null beginnen und sozusagen nicht jetzt die alte Milch weiter ausschütten, sondern ich glaube, dass wir zu einer Lösung kommen. Das andere ist tatsächlich, was ich zu den Vorsprechern jetzt sagen will, wir haben ein Konzept, das ist das Musterquartier für die Stadt der Zukunft an einem der innovativsten Orte, die es weltweit im 19. Jahrhundert gab, das Silicon Valley des 19. Jahrhunderts. Und wir haben das in dieser Stadt Köln, wie diese sozusagen der einer der prägendsten Orte, den es so gibt, diese ganzen Autobahnen, so wie Städte gebaut werden und so weiter, ist das der Ort der Transformation, weil wir genau feststellen, dass wir so nicht mehr leben wollen, wie es das Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen hat, genau an diesem Ort mit der Erfindung des Ottomotors, des Viertaktmotors. Und unser Konzept sieht vor genau das, und da haben wir mit Niklas auch sehr viel gesprochen, wo auch Niklas richtig sagt, für uns ist es natürlich immer auch ein marktwirtschaftliches sozusagen Moment, dort damit umzugehen. Wir können solche Dinge nicht entwickeln und das nur auf das Gemeinwohl orientieren, weil da müsste man Gemeinwohl erstmal wirklich definieren, was das Gemeinwohl ist. Das muss auch eine Gründerszene sein, das muss eine Wirtschaftsförderung sein, das muss Ökologie sein, das muss Ökonomie sein. Wir leben ja auch von, sage ich mal, von sehr vielen Steuergeldern, nicht nur als Künstler, sondern auch als Unternehmer und so weiter, lebt man auch von diesen Steuergeldern, die erwirtschaftet werden müssen. Also müssen wir das als Künstler auch tun und müssen in dieser Form auch arbeiten. Nur muss man natürlich dem Ganzen auch eine Chance geben, dass es passieren kann in einer Hochpreis-City, die ganz andere Preise aufruft als jetzt noch im Moment sogar, die zwar eine Boomstadt ist, Leipzig, aber Leipzig scheinbar noch deutlich günstiger ist als Köln. Und ich glaube, da müssen wir uns vor allem zusammentun. Das ist dieses Zusammentun, wie kriegen wir es gemeinschaftlich hin? Und dieses Musterquartier für die Stadt der Zukunft, dieses Symbol für eine andere Art von Stadtentwicklung herzustellen, die, gebe ich recht, man muss das jetzt nicht im arithmetischen Mittel in einer Mischkalkulation dauernd machen, aber natürlich muss dort auch hohe Mieten erzielt werden und es müssen günstige Mieten erzielt werden, damit man sowas auch bauen kann. Und da, glaube ich, sollte man auch dann den Künstlern, es sind nicht alle so, aber es sind auch nicht alle Unternehmer gut, es sind nicht alle Stadtplaner gut, wie man auch teilweise sieht, aber man muss auch da den Künstlern die Möglichkeit geben, wenn sie diese Ziele auch erreichen wollen und auch wirtschaftlich arbeiten wollen, sie dann auch ernst zu nehmen und nicht als Gegenseite zu sehen, sondern als Menschen, mit denen man arbeiten will. Wir sind Subjekte, wir sind handelnde Wesen. Und ich glaube, das muss man erkennen als Stadt und als Stadtentwickler. Ja, ich finde, dass war eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort und wir müssen leider jetzt diese Veranstaltung hier beenden, da ist es schon nach 9:30, habe ich gerade gesehen. Ich hoffe, wir konnten heute Abend... Ah, okay, es gibt noch eine letzte Frage. Okay. Also ist keine Frage, ist eigentlich ein Statement. Mein Name ist Thea Kuhs, ich bin auch ehrenamtlich in dem ganzen Bereich tätig und ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, hier sind ganz viele Menschen, die engagiert sind hier in Köln. Die Stadt Köln muss wahrnehmen, dass es ein ungeheures Potenzial an Menschen hier in dieser Stadt gibt, die sich für Stadtentwicklung und für Stadtentwicklung aus der Kultur heraus einsetzen. Das ist ein Fund, mit dem man wuchern kann. Des Weiteren, denke ich mal, ist es noch ganz wichtig zu unterscheiden, wenn wir Stadtentwicklung machen hier in dieser Stadt, die bürgerorientiert ist, dann muss nicht die Rendite das Ziel sein, sondern die Wirtschaftlichkeit. Da kann man ja gar nicht von absehen. Und als Letztes würde ich mir wirklich wünschen, I have a dream, dass man hier eine Ermöglichungskultur schafft, in der gemeinsam überlegt wird, wie etwas möglich ist, anstatt zu überlegen, warum etwas nicht geht. Und das wäre eine super Sache. Ja, vielen Dank. Das war
auch noch ein sehr schönes Schlusswort zusätzlich. Ja, ich würde sagen, wir haben heute viel gelernt und ich hoffe, dass auch Menschen aus der Verwaltung heute noch anwesend waren, die da was mitnehmen und ja, ein paar Inspirationen bekommen haben, wie man es denn machen könnte in Zukunft. Ich danke allen Podiumsgästen sehr herzlich auch für ihre Beiträge und für die Diskussion und hoffe, dass Sie alle gut nach Hause kommen, auch ohne die KVB. Ich würde noch, gibt es eine Ankündigung für das nächste Montagsgespräch? Genau, noch ein Hinweis auf unser nächstes Montagsgespräch am 20. März, Lost in Demolition, Fragezeichen, warum wir alte Häuser lieben. Da geht es auch um ein sehr wichtiges Thema. Ich denke, da haben wir auch viel zu diskutieren hier in Köln. Ich danke Ihnen herzlich. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Applaus